Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Bernhard Gartow und darf Sie herzlich begrüßen zu unserem zweiten Cyber Security Workshop. Dieses Mal unter anderem zu dem Thema, wie gehen wir mit den Supermächten um, aber natürlich auch wieder mit den Hackern. Im Auftrag von BioNRW, dem Netzwerk für Biotech in Nordrhein-Westfalen. Lassen Sie mich zwei Worte vorab nennen. Inzwischen seit unserem letzten Workshop zum Home Business und seiner Security am 30. Juni ist viel passiert. Wir haben erstens das EuGH-Urteil gehabt im Juli. Wir haben einen Hackerangriff auf die Uni Düsseldorf mit Patiententodesfolge gehabt. Man ist versucht zu sagen, as deadly as the real viruses. Wir haben drei Experten vor Ort heute. An die können Sie, ja sollten Sie unbedingt Ihre Fragen richten, meinetwegen auch anonym. Wir haben weitere online mit uns, die können Sie dann jederzeit entsprechend auch ansprechen, indem Sie das, was Sie jetzt unten sehen, entsprechend angehen. Sprich, Frau Drache eine entsprechende Frage stellen. Und die kommt dann hier ins Studio. Und vorab jetzt noch ein kurzer Werbeblock für uns in eigener Sache. Unser Kalender sieht vor, dass wir Ende Oktober einen entsprechenden Workshop innerhalb des BioEurope Partnering Eventes zeigen und Anfang des Jahres unsere allbekannte Business Angels und Investors Konferenz. Wir planen aber auch zu diesem Thema weiteres und wir würden insbesondere Technik und Ausbildung in den Vordergrund stellen, nämlich die Frage, werden wir genügend Experten für Ihre und unsere Unternehmen haben. Aber nun gleich in medias res. Die biologischen Viren machen der Gesellschaft und unseren gegen diese arbeitenden Biotech- und Pharmaunternehmen derzeit reichlich Probleme. Und durch die Pandemie feiern natürlich auch die natürlichen Viren fröhliche Urstände. Dass es erst bis zu Todesfällen kommen musste, bis die Kliniken ein entsprechendes IT-Sicherungsprogramm finanziert bekommen, das ist ein Punkt. Aber die besondere Aufmerksamkeit, die unserer Branche von Diensten zuteil wird, ist ein anderer. Und noch ein kritischer sind die angeblichen Schutzwälle, gleich legale Hindernisse, wie das Intellectual Property China Security Law oder eben halt genau dieses EuGH-Urteil. Und obendrein sehen wir mit Anfang nächsten Jahres die elektronische Patientenakte kommen. Frage ist, neues Einfallstor für unsere Freunde aus Korea oder wo auch immer her? Fragezeichen. Unsere Kliniktestung ist dadurch nicht sicherer. Mit nordkoreanischen und russischen Hackern, Diensten der Supermächte und eben halt auch irgendwie eigengemachten Hindernissen, wie kann da noch Geschäft in einem Sektor betrieben werden, der nicht nur hochkompetitiv, sondern eben halt gerade jetzt im Fokus ist und nicht nur im Fokus des Präsidenten. Insofern begrüße ich auch herzlich unsere Hacker, die uns die Ehre gaben und die Websites der GmbH und unseres Fördervereins versuchten zu hacken. Sie können ehrlich gesagt auch anders Mitglied werden. So, ich würde jetzt einen unserer ersten Sprecher begrüßen. Das ist Volker Wagner. Er ist Vorstandsvorsitzender des ASW. Der wird Ihnen auch gleich erklären, wofür ASW steht. Er ist, außer dass er Vorstandsvorsitzender der ASW seit 2012 der Allianz ist, hat er schon im Arbeitskreis des BDI mit demselben Thema und seit Anfang 2018 ist er auch Vice President Group Security bei der BASF. Davor bei der Deutschen Telekom und insofern könnte ich mir keinen besseren Gesprächspartner vorstellen als Herrn Wagner. Herr Wagner, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die freundliche Anmoderation, Herr Gartow. Herzlich willkommen an Sie zu Hause oder in den Büros oder wo Sie sich momentan gerade zugeschaltet haben. Das ist das Spannende der heutigen Zeit. Wir sind alle virtuell, aber trotzdem zusammen. Ja, die Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft. Wir sind ein Bundesverband, der sich in Berlin eben mit politischer Beratung beschäftigt. Wir sind aktuell dabei bei der Gesetzesinitiative zum sogenannten IT-Sicherheitsgesetz 2.0, eben die Interessen der Wirtschaft zu vertreten. Wir organisieren Schulungen, wir organisieren Expertenaustausch und wir beschäftigen uns natürlich auch mit Prävention. Und deswegen freue ich mich sehr, heute bei Ihnen zu sein.
Ja, wenn wir uns mal anschauen, wie sieht die Situation aus, dann kann ich sagen, herzlich willkommen in der Welt, in der das Verbrechen zu Hause ist. Früher war es so, wenn Sie sich einen Banküberfall vorstellen, da war es so, da kam der Täter vielleicht mit einer Strumpfmaske über dem Kopf in die Bank rein. Da war klar, wenn dann nachher die Polizei ermittelt hat, der Tatort war vor Ort, der Täter war zum Zeitpunkt des Überfalls vor Ort, der Geschädigte war vor Ort. Damit war auch klar, welche Polizei und welche Staatsanwaltschaft und welches Gericht zuständig war. Wenn wir uns heute die Frage stellen, vor wem müssen wir uns denn schützen in der Cyberwelt, dann kann ich Ihnen sagen, da sind die Verbrecher genauso vernetzt und arbeitsteilig organisiert, wie wir es in der Wirtschaft auch sind. Da gibt es die einen, die machen die Entwicklungsarbeit, die Forschungsarbeit, also die beschäftigen sich eben mit der Entwicklung von Malware. Das ist eine ganze Industrie. Dann gibt es diejenigen wiederum, die die sogenannten Botnetze betreiben, also quasi die gekaperten Server, über die die Malware verbreitet wird. Dann gibt es diejenigen, die konkret dann die Attacke durchführen. Und dann gibt es zum Schluss diejenigen, die das Geld einsammeln und danach kommen noch die, die vielleicht das Geld waschen. Und das ist über mehrere Länder organisiert, das ist arbeitsteilig organisiert. Und wenn wir uns das von der Abwehrseite anschauen, dann kommen wir da oft nicht hinterher. Also wir müssen uns schützen, die Frage ist eben, vor wem? Das sind diese arbeitsteiligen Kriminellen, das sind teilweise eben auch in einzelnen Staaten, wo Politik, Behörden, Nachrichtendienste, Wirtschaft, die kriminelle Szene auch Hand in Hand geht, ist es unheimlich schwierig, da auch eben zu sagen, wer ist denn jetzt ganz klar dahinter gewesen. Die sogenannte Attribution ist oft ein Problem. Wir stellen fest, wenn wir uns die Vorgänge anschauen, dass wir oft eben auch eine Mischung haben. Wir haben teilweise Angriffe, die von außen kommen. Wir haben Angriffe, die von innen kommen, also der sogenannte Innentäter, Mitarbeiter aus dem eigenen Unternehmen, die es vielleicht teilweise bewusst machen, weil sie frustriert sind, weil sie bei einer Beförderung übergangen sind oder weil sie eben gerade Spielschulden haben, Drogenschulden oder eine teure Scheidung. Da kann man sich verschiedene Motive anschauen. Es gibt aber auch viele Mitarbeiter, die einfach durch ihre Gutgläubigkeit oder ihre Hilfsbereitschaft eben auf sogenannte Phishing-E-Mails reinfallen. Auch das passiert. Also wir brauchen quasi ein gesamtes Spektrum, was wir schützen müssen. Ich möchte noch mal vielleicht mit ein paar Fakten auch einsteigen zur Cyberbedrohung. Eine Studie der Bitkom hat in den letzten Jahren, wurde die 3-4 Mal hintereinander herausgegeben, noch mal aufgezeigt, dass 75%, also 3 von 4 Unternehmen in Deutschland, das waren die sogenannten DAX-Unternehmen, die befragt wurden, aber auch mittelständische Unternehmen, 3 von 4 Unternehmen waren Opfer von Cyberangriffen. Wir haben mit einer aktuellen Studie auch vom BKA, die Fachstelle Cybercrime, hat gerade die Zahlen auch nochmal für das letzte Jahr herausgegeben, über 100 Millionen. Die Zahl, die identifiziert wurde, sind 114 Millionen neue Varianten von Malware, von Schadcode, eben im neuen Jahr bekommen oder im letzten Jahr bekommen. Wenn man das mal pro Tag ausrechnet, das sind über 300.000 neue Varianten. Das sind nicht alles so diese high sophisticated Programme. Das ist oft so, müssen Sie sich vorstellen, ich gucke mal, ob die Tür offen ist am Computersystem, ob das Fenster angelehnt ist. Also Abwandlungen von bestehenden Malware. Aber es sind natürlich auch die sogenannten Advanced Persistent Threats, also quasi hochentwickelnde Angriffsmethoden dahinter. Die Zahlen sind eigentlich so groß, dass sie einem fast erschlagen. Deswegen vielleicht eine weitere Zahl. Wie lange dauert es denn im Durchschnitt, bis ein Cyberangriff entdeckt wird? Ich habe eine Studie jetzt genommen von der IBM und dem Ponemon Institute. Die haben herausgefunden, dass es im Durchschnitt 280 Tage dauert. Und meine Damen und Herren, das ist eigentlich die Zahl, neben den großen Zahlen, die mir eigentlich viel mehr Sorgen bereitet. Und Sie können verschiedene Statistiken nehmen von einzelnen Sicherheitsdienstleistern, von Verbänden. Da sind sie immer so zwischen einem halben und einem Dreivierteljahr, die im Durchschnitt es dauert, bis eine Cyberattacke entdeckt wird. Und stellen Sie sich das mal vorbildlich, wie das wäre in einem anderen Umfeld. Bei Ihnen zu Hause würde eingebrochen. Und der Einbrecher hätte ein halbes oder ein Dreivierteljahr Zeit, bei Ihnen sich zu Hause im Haus umzugucken. Da würde man vielleicht erstmal in den Keller gehen und gucken, was für Weinflaschen da stehen. Und weil man vielleicht dann einen größeren Weinkeller hat, kann der auch nicht alles wegtragen, weil das Auto zu klein ist oder eben vielleicht zu Fuß da ist. Also macht er erstmal eine Weinprobe und guckt, welche sind denn wirklich die besten Jahrgänge, die im Keller vorhanden sind. Und dann geht er Zimmer für Zimmer eben durch das Haus, bis er schließlich auch den Tresor gefunden hat oder irgendwo nochmal versteckt Unterlagen in Aktenordner, eben Passwörter und so weiter und so fort. Und genauso ist die Situation auch im Cyberbereich.
Und wenn Sie mich fragen, was die Quintessenz meines Vortrags ist, meine Damen und Herren, wir müssen schneller werden. Wir müssen schneller werden. Wir werden nicht vermeiden können, dass wir angegriffen werden. Aber wir müssen schauen, dass wir schneller identifizieren, dass die Angriffe kommen, um das sogenannte Schadensausmaß zu reduzieren. Also Botschaft, schneller werden. Ich habe nochmal hinterlegt, wie die Entwicklung ist. Auf Basis der Bitkom-Studie sagt, ist ja bereits 75% der Unternehmen haben in Deutschland angegeben, im letzten Jahr angegriffen worden zu sein. Wenn man noch mit dazu nimmt, die gesagt haben, wir wurden vermutlich betroffen, wir sind uns nicht ganz sicher. Und mit dazu nimmt, dass es ein halbes bis ein Dreivierteljahr dauert, bis man dann weiß, dass man angegriffen wurde, dann ist die Zahl noch mal deutlich höher. Also können wir sagen, 9 von 10 Unternehmen waren wahrscheinlich betroffen. Wenn man das Ganze nach Sektoren anschaut, und wir sind ja hier bei den Biotechs, dann habe ich auch keine gute Nachricht. Das Niveau ist über alle Branchen relativ hoch, aber bei Chemie und Pharma ist es besonders hoch. Das zeichnet die Branche aus, das zeichnet ihr Geschäft aus. Es ist durch Innovation geprägt. Und machen wir uns nichts vor, Innovationen sind das Geschäft der Zukunft. Es ist gekennzeichnet durch Try and Error. Ich habe ganz viele Fehlversuche. Und wenn ich eben diesen Weg abkürzen kann, spare ich Zeit und Geld. Ja, da kommen wir schon dazu, wenn ich mir in der Vorbereitung auf Ihre Branche auch überlegt habe, was kann man denn besonders schützen? Da müssen wir uns, glaube ich, von einem verabschieden. Wir können nicht 100% Schutz garantieren. Das geht nicht in der Welt und das werden wir auch vor dem Hintergrund der gesetzlichen Lage, vor dem Hintergrund der Angriffswellen, die ich auch versucht habe, mit Zahlen gerade zu illustrieren, müssen wir uns vergegenwärtigen, wir können nicht 100% schützen. Also müssen wir eins machen, wir müssen uns auf die Golden Nuggets, auf die Kronjuwelen, in unserer Sprache der Sicherheitsexperten nutzen wir oft den Begriff der Top-Business-Secrets konzentrieren. Ich habe mir überlegt in der Vorbereitung auch für den Tag heute, was sind denn im Biotech-Umfeld, was sind denn die Daten, die ich besonders schützen würde, was meine Empfehlung an Sie wäre, worauf ich mich konzentrieren würde. Natürlich sind es die Forschungsdaten. Da braucht man kein Experte sein dafür. Das ist das Geschäft der Zukunft. Das müssen Sie besonders schützen. Dann gibt es Rezepte und ich glaube, bei den Rezepten muss man sich immer überlegen, welche Rezepte sind und Formulierungen sind schon Commodities, also welche sind quasi im Markt bereits bekannt, durch das, dass man eben Lizenzen vergeben hat, in dem eben Wettbewerber auch eben auf diesem Weg sind. Vermutlich ist es nur ein geringer Teil der Rezepte. Und dann kommt noch als nächstes dazu die Fertigungs- oder die Produktionstechnologie. Weil mit der Fertigungs- und Produktionstechnologie haben Sie in der Regel die Chancen, eben Kosteneffekte, Skaleneffekte eben zu erzielen. Und Sie nutzen teilweise auch in der Produktion dann Dienstleister, denen Sie eben dann auch wiederum Rezepte und Formulierungen geben. Da würde ich auch ein Augenmerk drauf geben. Und wenn man sich das dann in der Summe anschaut, auch die Hacks und die Vorfälle, die bekannt wurden, dann ist es oft eine Kombination aus vielem. Also ich brauche quasi die Mitarbeiter, die das Brain haben, die das Know-how haben, die Methode und ich brauche die Daten. Also meine Empfehlung, kümmern Sie sich insbesondere um diese drei Kategorien. Und wenn Sie die durchhaben, dann machen Sie den Rest. Was ich immer wieder feststelle, bei vielen der Firmenbesuche, die ich eben der Chance habe, als Vorsitzender auch dieses Verbandes der Allianz der Sicherheit in der Wirtschaft vorzunehmen, dass die Basissicherheit, die muss verbessert werden. Ich komme immer wieder in Firmengebäude, wo ich feststelle, Türen und Schlösser sind nicht gut geregelt. Der Empfang ist nicht gut geregelt für Besucher. Ich stehe dann teilweise bei einem Geschäftsführer im Büro und dann fragen die mich, ja, wie sind Sie denn schon gekommen? Dann habe ich gesagt, durch die Tür. Ja, wir haben doch einen Empfang. Dann haben wir gesagt, ja, der war gerade am Telefonieren oder hat sich mit jemand anders aufgehalten. Oder, ja, unsere Tür ist doch verschlossen. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe halt gewartet, bis eben jemand kam und mir höflicherweise die Tür aufgehalten hat beim Rausgehen. Also das passiert alles. Wir brauchen im Bereich der Basissicherheit brauchen wir einen besseren Schutz. Laborräume, da kann man teilweise reinspazieren, da können Besucher reinspazieren. Die Besucher, die haben Geräte mit dabei, ein normales Smartphone hat eine Recording-Funktion, hat eine Videofunktion, hat eine Bildfunktion. All das muss nicht sein, dass wir eben das Externen zulassen. Oder Archivräume, wo wir eben die Forschungsergebnisse beispielsweise haben, digitale wie auch analoge. Das sieht man alles in der Wirtschaft. Kümmern Sie sich um Ihre Basissicherheit. Ich bringe vielleicht auch noch mal ein Beispiel, um das zu illustrieren. Natürlich ist es so, wir haben Angst vor den nachrichtlichen Diensten, Attacken, also vor diesen ganz großen Attacken. Nehmen Sie sich das Beispiel Ihres Autos. Natürlich, wenn man ein Auto stehlen will, kann man es abschleppen.
Das kann man mit jedem Auto machen, egal wie der Einbruchschutz ist. Aber wenn ich ein Auto stehen habe, was nicht abgeschlossen ist, wo der Louis Vuitton-Koffer sichtbar im Kofferraum liegt, wo noch der Fahrersitz geschmückt ist mit 50-Euro-Scheinen und daneben noch ein Computer und ein Smartphone liegt und das Auto nicht abgeschlossen ist, dann ist das die vergleichbare Situation, was wir oft eben bei unseren Computersystemen führen. Und deswegen mein Appell ist, lassen Sie uns um die Basissicherheit kümmern. Basissicherheit erreicht natürlich nicht. Darüber hinaus brauchen wir noch weitere Maßnahmen. Und da empfehle ich immer einen Verbund an sogenannten, so einen Dreiklang an Maßnahmen. Im Herz steht eben durch die Digitalisierung unserer Wirtschaft und Gesellschaft stehen IT-Maßnahmen. Das fängt auch wieder mit der Basissicherheit an. Antiviren, Firewalls und so weiter und so fort. Und dann müssen Sie aber für die Systeme, die Sie eben, wo Sie Ihre Kronjuwelen hosten, wo Sie Ihre Kronjuwelen gespeichert haben, da brauchen Sie nochmal andere Systeme. Da brauchen Sie sogenannte Anomalieerkennungssysteme, um schneller zu werden. Sie müssen also erkennen, ob jemand eben unberechtigten Zugriff hat, ob eben, wenn ein durchschnittlicher User auf die Forschungsdatenbank 20 Mal am Tag zugreift, ob es eben welche gibt, die vielleicht 100 oder 150 Mal zugreifen. Wissen Sie, diese Fälle gibt es. Dann haben wir teilweise diese Tools ausgestattet im Forschungsbereich, die dann keine Printfunktion haben oder keine Downloadfunktion. Ich kenne einen Fall, da hat dann ein Mitarbeiter im Forschungsbereich innerhalb von 3 Wochen 7.000 Fotos auf seinem Smartphone angefertigt. Das war übrigens in dem Fall, den ich kenne, ein Mitarbeiter, der nur Mandarin und Englisch sprach, sich aber insbesondere für deutsche Forschungsberichte interessiert hat. All das kriegen Sie nur heraus, wenn Sie eben ein Anomaliedetektionssystem haben, dass eben es auffällt, wenn ein Mitarbeiter in der Forschungsdatenbank einen Report aufmacht, nach 2 Sekunden wieder zu, wenn er sein Foto gemacht hat und so weiter und so fort. Also insofern empfehle ich da zusätzliche IT-Maßnahmen. Organisatorische Maßnahmen, angefangen beim strikten Besuchermanagement, bis hin eben auch, dass man sagt, man unterteilt eben seinen Bürokomplex oder seine Fertigungsstellen in verschiedene Zonen, die eben nicht für jeden zugänglich sind. Und personelle Maßnahmen beim Einstieg, bei der Einstellung zu schauen, wen stellt man ein, stimmen denn die Lebensläufe. Auch da hilft die Digitalisierung. Wir wissen mittlerweile auf der Analysen, die wir geführt haben, aber auch andere, dass ein Großteil der Lebensläufe mittlerweile nicht mehr richtig sind, weil es so einfach ist, mit Digitalisierungstechnologie eben nochmal einen Hochschulabschluss dazu zu packen oder eben noch eine Tätigkeit mit dazu. Das ist mittlerweile immer komplexer. Also schauen Sie genau an, wen Sie einstellen und wenn Sie eben sich auch von Mitarbeitern trennen, aus welchem Grund auch immer, gucken Sie, dass Sie alle Zugangsberechtigungen wieder einkassieren. Also auch da gibt es einen ganzen Strauß an Maßnahmen. Ich komme zum Schluss. Neben diesen operativen Maßnahmen muss man strategisch an das Ganze rangehen, an die Abwehr rangehen. Basisschutz hilft viel und kostet relativ wenig. Das ist gut. Sie müssen Ihre Kronjuwelen identifizieren, also Ihre Top-Business-Secrets, weil dann brauchen Sie nicht alles im gleichen Maße schützen, sondern Sie fokussieren sich. Auf Basis dessen leiten Sie abgestuft Maßnahmen ein. Und das Wichtigste ist, Sie brauchen einen guten Überblick über die Sicherheitslage. Und da würde ich gerne nochmal den Kreis vielleicht zu dem allbeherrschenden Thema Covid-19, Corona eben nochmal schließen. Wenn Sie sich nochmal anschauen, wie wir eben vor 100 Jahren eben die großen Krankheiten in den Griff bekommen haben, dann war das zum einen durch Penicillin und zum anderen war es eben durch Hygiene und Abstand halten. Und wir sind genau bei diesen Maßnahmen jetzt ja wieder bei Corona und bei Covid angekommen. Wir halten Abstand, wir halten Distanz, wir haben zusätzliche Hygienemaßnahmen. Und genau das müssen wir auch im Cyberbereich machen. Und vermutlich sind Sie da Experten in Ihrem Umfeld, wenn es um die echten Viren geht. Und vieles, was Sie an Erkenntnissen haben, das müssen wir auch auf die Cyberindustrie übertragen. Und das geht, wie wir das bei den normalen Viren kennen, bei den Krankheitsviren, das geht im Cyberbereich eben auch nicht alleine, sondern man kann es im Verbund besser machen. Vergegenwärtigen sich, die Angreifer sind vernetzt, sie greifen uns gemeinsam an. Dann wären wir doch verrückt, wenn wir nicht im gleichen Zuge uns verbünden und auch die Sicherheit gemeinsam gewährleisten. Das mit Partnern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich dann auf die Diskussion. Ja, herzlichen Dank. Wir kommen sicherlich auf Einzelnes noch zurück in der Podiumsdiskussion. Aber wir gehen weiter, weil wir etwas später angefangen haben. Gehen wir gleich rüber zu Herrn Thorsten Rieke. Er ist seit
2011 leitender Redakteur beim Handelsblatt und 2014 internationaler Korrespondent. Er hat Wirtschaftsjournalist in Düsseldorf studiert, ist Volkswirt, vorher Speditionskaufmann in Hamburg bei Schiffen, das ist besonders interessant, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück. War in den USA, in Zürich, zurück nach Berlin, Financial Times, Mitgründer und jetzt bei Handelsblatt als der internationale Korrespondent. Ja, er hat demnächst auch ein Buch noch, da wird er noch drauf eingehen, klar. Das Duell des 21. Jahrhunderts, Herr Rieke. Sie haben das Wort. Ja. Guten Morgen nach Duisburg. Freue mich, dass ich dabei sein kann. Wir haben jetzt schon relativ viel über die unmittelbaren Bedrohungen durch Computerviren und auch natürliche Viren gehört. Das gibt uns so ein bisschen den Vorgeschmack darauf, dass wir in unruhigen Zeiten im Moment leben. Ich glaube, das wissen wir alle. Meine Aufgabe hier ist, ich bin so ein bisschen der bunte Vogel in der Runde, den Kontext zu liefern. Was passiert eigentlich gerade um uns herum? Da hilft es dann, drei Schritte zurückzutreten, um das größere Bild, also Big Picture, zu sehen. Und dann ist man bei dem geopolitischen Umfeld. Ich hoffe, Sie sehen jetzt die erste Slide, die das nochmal zeigt und auch wer da im Mittelpunkt steht, nämlich die USA und China. Man kann das vielleicht so zusammenfassen, es gibt Jahrzehnte, in denen nichts geschieht und es gibt Wochen, in denen so viel geschieht, wie sonst nur in Jahrzehnten. Das ist ein altes Zitat aus der russischen Revolution von Lenin und beschreibt eigentlich ganz gut, in welcher aktuellen Lage wir uns befinden. Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das mal kürzer auf den Punkt gebracht. Man hat gesagt, die Welt gerät aus den Fugen und meinte damit eine ganze Reihe von Krisen, Handelskriege, Klimawandel, Bürgerkriege. Wir haben Massenmigration, wir haben wirtschaftlichen Nationalismus, wir haben autoritären Populismus. Viele reden über den Zerfall des Westens und über die Dauerkrise Europas. Wir sehen den Aufstieg Chinas und viele sehen den Abstieg Amerikas. Sicher ist, dass es einen Wettlauf dieser beiden Großmächte um die technologische Dominanz gibt. Und viele befürchten, dass das möglicherweise zum Ende der Globalisierung führt. Die Geopolitik und insbesondere die geopolitische Rivalität zwischen den USA und China ist damit auch zum Thema für die Wirtschaft geworden, für deutsche Unternehmen. Wie können nun Unternehmen am sichersten durch diese unruhigen Zeiten navigieren und dabei auch noch Geld verdienen, also rentabel bleiben? Wie lassen sich geopolitische Risiken überhaupt kalkulieren und eingrenzen? Ein bisschen was davon haben wir schon gehört und wir werden noch mehr später dazu hören. Und können sich deutsche Unternehmen aus diesem globalen Duell zwischen den USA und China heraushalten? Oder müssen sie sich, wie Springer-Chef Matthias Döpfner meint, gar für eine Seite entscheiden? Jetzt bitte das nächste Slide. Und dort sehen Sie schon, wie die Risikolandschaft im Moment aussieht. Das ist im Prinzip die Lage vor der Corona-Pandemie. Sie müssen gar nicht die ganzen vielen Kästen lesen. Wichtig sind die Farben. Die grünen Farben stehen für Naturrisiken und die braunen oder orangen Farben stehen für geopolitische Risiken, häufig militärische Risiken. Und Sie sehen insbesondere, wenn Sie auf die Jahreszahlen 2017, 2018 und 2019 schauen, dass dort die geopolitischen Risiken ganz weit oben stehen bei den Risiken oder bei den Gefahren, die die größten Schäden verursachen könnten. Das zeigt ganz eindeutig, dass hier eine Veränderung stattgefunden hat. Und hinzu kam dann natürlich im März, also im Frühjahr dieses Jahres noch die Pandemie und das World Economic Forum, das diesen jährlichen Global Risk Report herausgibt, hat dann im Mai nochmal nachgelegt und aktualisiert und hat festgestellt, dass gerade der Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsregionen Amerika, Europa, Asien durch die Pandemie nochmal sich verschärft hat. Und dass China im Moment die einzige Wirtschaftsregion ist, die in diesem Jahr noch mit einem Wachstum rechnen kann, was gerade für die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse nicht ganz unbedeutend ist. So, das nächste Slide bitte. Und da sehen wir nochmal, diesmal ist das eine Untersuchung der Allianz, also das Allianz Risk Barometer, das auch jedes Jahr herausgegeben wird. Und dort steht schon seit Jahren ganz oben auf der Gefahrenliste das Risiko der Betriebsunterbrechung. Also, dass Betriebe nicht mehr produzieren können, Zulieferungen nicht mehr rechtzeitig oder gar nicht mehr kommen und deswegen
das, was wir an Vernetzung rund um den Globus aufgebaut haben im Zuge der letzten Jahrzehnte der Globalisierung, unterbrochen wird. Dies ist das mit Abstand für alle, gerade auch für die deutschen Unternehmen, die ja nun besonders exportfleißig sind, ist das mit Abstand größte Risiko, das sie befürchten. Im nächsten Slide sehen wir dann, welche Branchen davon vor allem betroffen sind. Die Globalisierung steht für eine Ära der zunehmenden Abhängigkeit. Wir sind immer näher aneinander gerückt und haben damit aber auch uns eine Reihe von Gefahren eingehandelt. Wertschöpfungs- und Lieferketten sind zu Achillesfersen vieler Unternehmen geworden. Und anders als viele das gehofft haben, ist die Welt nicht flach geworden. Wir kennen das berühmte Buch, The World is Flat. Sondern es hat neue Hierarchien, neue Machthierarchien gegeben. Und die entscheidende Macht haben die, die an diesen Knotenpunkten der Globalisierung sitzen. Das können zum Beispiel bestimmte Produkte sein, wie seltene Erden, in diesem Fall in China. Es können aber auch Halbleiter sein, in diesem Fall für die USA, wo der weit überwiegende Teil der weltweiten Halbleiterproduktion stattfindet. Und damit wird das Thema Distanz und Sicherheit zu einem ganz unmittelbaren Thema für Unternehmen. Und mein Vorredner hat schon angedeutet, Nähe wird zum Risiko und Distanz wirkt auf einmal für Sicherheit. Also wir verändern uns wirtschaftlich von einer durchoptimierten Just-in-Time-Produktion hin zu einer Just-in-Case-Ökonomie, also zu einer Ökonomie, wo Sicherheit einfach eine viel größere Rolle spielt. Und wenn Sie auf die Grafik hier schauen, sehen Sie, welche Branchen davon besonders betroffen sind. In der mittleren Grafik, wo diese Linie so schräg nach oben zeigt, sehen Sie ganz rechts mit dem größten Gefahrenpotenzial die Informations- und Kommunikationstechnologien. Wenn Sie weiter runtergehen, sehen Sie ganz links, dass im medizinischen Bereich und gerade auch in der Ernährung die Gefahren noch nicht so groß eingeschätzt werden. Aber im Grunde sind alle wichtigen Schlüsselindustrien der modernen Volkswirtschaften davon betroffen. Und diese Zahl rechts unten, 42%, sagt aus, dass das auch Geld kosten kann. Das heißt, in dem Moment, in dem man mehr Sicherheit für sich beanspruchen möchte, seine Produktion näher an den eigenen Standort heranholt, ist man auch bereit, dafür Geld in die Hand zu nehmen und weniger Geld zu verdienen. Das heißt, in diesem Falle kann das dazu führen, dass eben unterm Strich weniger übrig bleibt für viele Unternehmen. Dafür gewinnen sie allerdings Sicherheit. So, schauen wir das gleiche Bild nochmal in etwas anderer Form an. Im nächsten Slide bitte, da sehen Sie ganz rechts den Handelskonflikt, ne, Trade Dispute, und auf der linken Seite die Branchen, die besonders stark davon betroffen sind. Und wenn Sie jetzt mal schauen, Sie sehen auch die pharmazeutische Industrie, also dunkelblau sind die am stärksten betroffenen Branchen. Sie sehen da auch natürlich vor allem Kommunikation, Halbleiterproduktion, da allerdings dann auch Medical Devices, die Chemie, auch nicht ganz gefahrenfrei. Also eine Reihe von ganz wichtigen Branchen, gerade für die deutsche Wirtschaft, die durch geopolitische Konflikte wie diesem Handelskonflikt erhebliche Probleme bekommen können. Gehen wir einen Slide weiter. Sie kennen die meisten Stichworte, die insbesondere in der technologischen Auseinandersetzung zwischen den USA und China eine wichtige Rolle spielen. Wir haben das Thema Huawei und 5G immer noch nicht abgearbeitet. In Deutschland wird immer noch darum gerungen, welche klaren Bedingungen jetzt für den chinesischen Telekom-Ausrüster gelten sollen. Es gibt aber auch eine Reihe von anderen chinesischen Unternehmen. ZTE ist ähnlich wie Huawei in den USA verbannt worden. TikTok, die Debatte, ist das jüngste Beispiel dafür, wie die Amerikaner versuchen, chinesische Unternehmen aus ihrem Markt herauszuhalten. WeChat ist ebenfalls von einem Bann betroffen. Und ich hatte es angesprochen, gerade im Mikrochip-Bereich sind die Amerikaner besonders stark. Über 50% der weltweiten Produktion kommt aus Amerika. Und hier ist ein Machthebel, mit dem die USA eben auch ihre Unternehmen und Unternehmen, die mit amerikanischen Firmen zusammenarbeiten, zwingen kann, eine gewisse Abkopplung von China zu betreiben.
China auf der anderen Seite ist nun auch nicht unschuldig, sondern hat selbst eine sehr nationalistische Technologiepolitik verfolgt, und zwar schon seit Amtsantritt des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Unter dem Stichwort Made in China 2025 wurden 10 Schlüsseltechnologien ausgeguckt, wo mit massiven Staatsgeldern, Fördergeldern, aber auch politischen Maßnahmen versucht wird, eine führende Stellung in der Welt zu erreichen. Das heißt, dieser geopolitische Konflikt hat sich einmal in die Arena der Wirtschaft verlagert. Die Wirtschaft ist wirklich zu einem Schlachtfeld, könnte man sagen, geworden. Und innerhalb dieser Arena spielen Technologien die ganz entscheidende Rolle. Wenn wir zum nächsten Slide gehen, geht es nochmal um die Frage, gut, wie gehen wir eigentlich mit dieser neuen Situation um? Und dort kommt nochmal die Covid-19, also die Corona-Krise, ins Spiel. Wir haben durch die Effekte dieser oder die Auswirkungen des Wirtschaftskrieges auf andere Länder, andere Unternehmen und jetzt aber nochmal durch die Pandemie gesehen, dass Krisenfestigkeit, Krisensicherheit eine wachsende Bedeutung bekommen. Und es gab im Mai diesen Jahres eine erste Untersuchung von der Risikoberatung Eurasia Group aus New York, die sich gefragt hat, okay, wie resilient, also wie krisenfest sind eigentlich verschiedene Länder? Interessanterweise finden Sie unter den ersten 5 Ländern, unter den Top 5, also 4 europäische Länder. Das mag überraschen, aber oder auch nicht, denn es gibt eine Reihe von Merkmalen, wo europäische Länder sich krisenfest gezeigt haben. Also die sind dort natürlich auch genannt. Der soziale Zusammenhalt spielt eine große Rolle, gerade in Ländern wie Norwegen und Deutschland. Aber auch die finanzielle Verwundbarkeit hat dazu geführt, dass Länder wie Deutschland, Schweden, Schweiz besser dastehen als andere. Wenn Sie suchen in der Liste, finden Sie, dass die USA und China eher abgeschlagen am unteren Ende der Top 10 stehen, also nicht unbedingt als krisenfest gelten. Wir sehen das am Anfang oder haben es gesehen am Anfang in China, die erhebliche Probleme hatten und nur mit drakonischen Maßnahmen ihre Pandemie in den Griff bekommen haben. Und die USA, die das eben immer noch nicht geschafft haben, aus einer politischen Schwäche heraus. Das nächste Slide zeigt uns oder beschäftigt sich nochmal mit der Frage, was tun nun die Unternehmen, die sich mit diesen geopolitischen Risiken konfrontiert sehen. Ich habe schon gesagt, also Distanz spielt eine größere Rolle, geografische Distanz zu Krisenherden. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass nach einer Untersuchung von McKinsey, auch aus dem Mai 2020, viele Unternehmen darüber nachdenken, wie sie ihre globalen Wertschöpfungsketten krisenfester machen können. Knapp die Hälfte von ihnen, von den Befragten, ist sogar bereit, für mehr Sicherheit auf Profite zu verzichten. Ich hatte es bereits angedeutet. Und zu den beliebtesten Strategien gehören auch nicht überraschend die Diversifizierung erstmal bei der Beschaffung, aber eben auch eine deutliche Erhöhung der Lagerhaltung. Und fast 40% denkt auch daran, verstärkt auf Zulieferer in geografischer Nähe zurückzugreifen. Das heißt also, man versucht mehr vor der Haustür fündig zu werden bei den Produkten oder bei den Zulieferprodukten, die man braucht. Im nächsten Slide sehen Sie nochmal, wie die Lage in China im Moment sich darstellt. Wie ist die Lage gerade für europäische Firmen in China? Dort gibt es eben neben der Sorge vor einer größeren Wachstumsschwäche vor allem die Furcht, dass die Auswirkungen des Handelskrieges zwischen den USA und China auch die europäischen Firmen treffen können. Ne? Viele beschweren sich schon viel länger darüber, dass es in China immer noch große regulatorische Hürden gibt und befürchten, dass sich diese Rahmenbedingungen in den kommenden Jahren sogar noch weiter verschlechtern würden. Und fast ein Drittel der europäischen Firmen fühlt sich heute in China weniger willkommen als zum Zeitpunkt ihrer Ankunft. Ist China nun heute Partner oder Rivale? Wenn man den Bundesverband der deutschen Industrie fragt oder auch die Europäische Kommission, die haben beide im vergangenen Jahr ihre Bewertung geändert und sprechen seitdem von China als einem systemischen Rivalen.
Das heißt, es gibt wachsende politische Spannung, das ist Ihnen sicherlich nicht entgangen. Und das zeigt sich eben auch, dass das geplante Investitionsschutzabkommen, über das die Europäer mit den Chinesen schon sehr lange verhandeln und was eigentlich unter der deutschen Ratspräsidentschaft in diesem Jahr abgeschlossen werden sollte, mit einem Gipfel, der dann ausgefallen ist in Leipzig, dass dieses Investitionsabkommen nach wie vor in der Luft hängt. Jetzt hat man gesagt, man will es Ende des Jahres schaffen. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Es gibt möglicherweise eine politische Absichtserklärung bis Ende des Jahres, aber das Abkommen wird auch vermutlich bis zum 31.12. nicht unterschriftsreif sein. Und das liegt an wichtigen Streitpunkten. Das liegt an Streitpunkten wie zum Beispiel, dass die Chinesen bislang nicht bereit sind, eine gegenseitige Marktöffnung in dem Maße vorzunehmen, wie das in Europa für chinesische Unternehmen der Fall ist. Und es liegt natürlich aber auch an mangelnder Transparenz über staatliche Subventionen für chinesische Unternehmen. Wir wissen nicht genau, und auch die WTO, die Welthandelsorganisation in Genf, weiß nicht genau, wie stark der chinesische Staat seine Unternehmen mit Geldern und anderen Ressourcen unterstützt. Dafür brauchen wir WTO-Regeln. Und wenn man sich umschaut, wir haben jetzt direkt vor der Nase die amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Unabhängig davon, wer jetzt am 3. November gewinnen wird, gibt es gute Argumente, sowas wie eine transatlantische China-Strategie zu fordern. Auch wenn wir mit dem, wie Trump agiert, nicht übereinstimmen, sind doch die Interessenlagen der Europäer und der Amerikaner nicht so weit voneinander entfernt. Wir brauchen gemeinsame Regeln, die sich an der WTO oder an den WTO-Regeln orientieren. Für viele Bereiche, ich habe ein paar Stichworte genannt, gerade im Bereich der Subventionen eine wichtige Sache, aber auch wir brauchen neue Regeln für neue Märkte, wie zum Beispiel im E-Commerce-Bereich. Und da gibt es also eine Reihe von Handlungsbedarf. Das müsste für beide Seiten im transatlantischen Verhältnis nach der Wahl am 3. November ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Zum Schluss meines Vortrags gebe ich Ihnen noch einen Buchtipp in eigener Sache sozusagen. Das, was ich Ihnen jetzt versucht habe, in aller Kürze nahezubringen, finden Sie viel ausführlicher und auch hoffentlich unterhaltsamer aufgeschrieben in meinem Buch, das am 23. Oktober erscheint. Und für heute bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich nachher auf eine lebhafte Diskussion. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einordnung. Wir haben sicherlich nachher noch Gelegenheit, mit Herrn Rieke zu sprechen. Nur als Hinweis natürlich, bei Made in China 2025 steht Biotech wie alles andere oben an. So, ich freue mich für uns. Wir haben einen Experten mit uns, den Herrn Patloch von Taylor Wessing, einer entsprechenden Anwaltskanzlei. Er wird was gerade zu diesem Thema sagen, wie arbeiten denn jetzt die Supermächte? Grenzüberschreitende Daten- und IP-Transfer, aber auch, wie geht dann so ein EuGH-Urteil unglücklicherweise ein? Er hat Jura an der Ludwig-Maximilian-Universität studiert, war Rechtsanwalt seit 2001. 93, 94 hat er Chinesisch unter anderem aufgenommen, 99 nochmal in Beijing. Er war dann am Max-Planck-Institut für Patente 2003 und Rechtsanwalt in Shanghai. Also näher können wir gar nicht drankommen. Europäisches Patentamt, und seit 2011 ist er bei Taylor Wessing als Partner. Und was ich besonders interessant fand, Mandarin-Speaker. BMBF ist unter anderem ein Verein, mit dem er zu tun hat, und wir auch, und daher kennen wir ihn. Herr Patloch, Sie haben das Wort zu eben halt diesem Thema, grenzüberschreitender Daten- und IP-Transfer. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Gartow, und ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich werde jetzt in aller Kürze versuchen, so ein bisschen von den wichtigen Rahmenbedingungen runterzukommen auf die täglichen Herausforderungen, die jetzt die Rechtsrahmen fassen. Gerade eben in dem Vortrag vom Herrn Rieke haben Sie eine interessante Grafik der Allianz gesehen, und in der war als drittes Risiko die Veränderung von rechtlichen Rahmenrisiken aufgeführt. Und mein Vortrag wird zeigen, dass das sehr real ist und tatsächlich auch immer wieder einen Einfluss hat auf die sogenannte Bottomline von Unternehmen. Wenn man jetzt als Unternehmen tätig ist, dann ist man auf vielen Fronten gefordert. Und wir unterhalten uns heute über Daten. Bei Daten ist es eine wichtige
Voraussetzung, dass man erst einmal auch sich klar macht, was für Daten, über welche Daten reden wir. Der EuGH fällt ein Urteil über Daten. Um welche Daten geht es eigentlich? Die Amerikaner spähen uns aus. Was wird ausgespäht? Sie sind in der Biotechnologie tätig und da sind Daten insbesondere in dem Bereich Technologie natürlich relevant. Wir hatten das auch im ersten Vortrag schon sehr anschaulich gesehen. Da gehen aber natürlich auch Daten zum geschäftlichen Umfeld, Geschäftsentwicklungen, welche Forscher sie verwenden, Personen, Personengruppen, Kunden, Darstellungen, technische Lösungen und Erfahrungswissen. Und die Herausforderung für ein Unternehmen ist, wann muss ich eigentlich in das Juristische eintreten? Wann wird das wichtig? Im Wesentlichen geht es immer wieder um eine Sache. Man muss erst einmal verstehen, wo das Problem liegen könnte. Juristen machen gerne Probleme, aber sie versuchen natürlich, sie auch zu lösen. In dem kommenden Slide zu wozu sind die Daten relevant, finden Sie so ein bisschen einen Hinweis darauf, was für ein Unternehmen so an relevanten Daten aufläuft und wo sie relevant werden. Technische Lösungen haben immer wieder etwas zu tun damit, wem gehört diese Lösung? Kann ich sie verwenden? Kann ich sie patentieren? Wie patentiere ich sie? Wie ist das, wenn ich sie teilen muss? Man kann sich aber natürlich auch entscheiden, dass man vielleicht technische Daten einfach nur behält als Know-how und dann im Markt dadurch einen Vorteil durch die Geheimhaltung gegenüber den Konkurrenten hat. Manchmal stellen sich auch urheberrechtliche Fragen. Kann ich es veröffentlichen? Soll ich es veröffentlichen? Ist das sinnvoll? Open Source? Und dann wieder die Frage, wie ist das, wenn ich ans Verwerten gehe, die Lizenzierung? Und da nähern wir uns jetzt diesem Thema, das heute den Schwerpunkt bilden soll. Bei der Frage von Daten verschieben, weitergeben, wie man sie verwendet. Ganz besonders wichtig sind die sogenannten personenbezogenen Daten, um die sich auch im Wesentlichen das EuGH-Urteil Schrems II dreht. Aber die auch im weiteren Sinne im chinesischen und im weiteren Rechtsrahmen in den USA eine große Rolle spielen. Sie sehen hier, dass es immer darum geht, kann man ein Individuum, eine Person identifizieren. Und wenn es Ihnen so geht wie mir am Anfang, dann denkt man sich, naja, das wird halt der Name sein und gut ist. Aber tatsächlich geht das viel, viel weiter. Und sehr viele Daten, die wir heute erfassen, speichern, digitalisieren, sind tatsächlich personenbezogene Daten, erlauben Rückschlüsse auf einzelne Personen, auf ihr Verhalten, wo sie sind und was sie tun. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle bei Technologien zur Gesichtserkennung, bei der Frage des Marketings, Tracking, bei Geolocation Services und so weiter. In den beiden Urteilen des EuGH, Schrems I und II, hat Max Schrems, ein österreichischer Jurist und Kollege, einige sehr wichtige Fragen aufgeworfen, die im Zusammenhang mit einer Social-Media-Plattform Facebook aufgeworfen wurden. Und da ging es um die Frage, wie ist das, wenn Daten einfach weitergegeben werden, verwendet werden? Ist das eigentlich rechtens? Ist das im Einklang mit europäischem Recht und auch mit den einzelnen nationalen Rechtsordnungen? Und dazu muss man wissen, dass die Rechtsordnungen sich in diesem Bereich sehr, sehr stark entwickelt haben. Die Technologie, die Vernetzung, die Plattformen, die es sicherlich sehr stark im sozialen Bereich, aber zunehmend eben auch im geschäftlichen Bereich gibt, führt dazu, dass sich immer wieder Fragen stellen. Wer darf was? Wovor kann ich mich schützen? Darf ich vergessen werden? Kann ich eine Löschung verlangen? Kann ich eine Herausgabe von Daten verlangen? Die USA haben ein sehr weites Instrumentarium, um auch ausländische Bürger, sagen wir einmal ganz direkt, auszuspionieren, wenn es im Interesse der USA ist. Grundlage ist zum Beispiel der Foreign Surveillance Act, Section 702, die gerade in 2018 für 6 Jahre verlängert wurde. Sie sehen daran, dass diese Form der Eingriffe auch sehr politisch sind. Für ein Unternehmen ist es oftmals keine Frage von Politik, es ist eine Frage des Überlebens, eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit. Wir hatten vorhin schon anschauliche Beispiele gehört von Mitarbeitern, die plötzlich sehr viele Fotos machen, sehr viel runterladen und dann damit verschwinden. Aber der Cyberangriff zählt auch dazu. Daneben gibt es in den USA zunehmend Kontrollrecht für Exporte. Ein Export von Daten, wann liegt der eigentlich vor? Liegt der schon vor, wenn ich mich als Amerikaner über ein Projekt unterhalte mit einem Chinesen, mit einem chinesischen Mitarbeiter des gleichen Unternehmens? Und da kommt man sehr schnell in Auslegungsfragen, die leider zu Lasten der Unternehmen entschieden sind und die dazu führen, dass Unternehmen sehr großen Anforderungen unterliegen. Denn ja,
Aus amerikanischer Sicht kann darin schon ein Technologieexport liegen. Und daraus folgt ein ganzer Rattenschwanz an zusätzlichen Vorschriften, die man erfüllen muss. Der EuGH hat nun in dem jüngsten Urteil Schrems II die Frage zu beantworten gehabt, ob eigentlich Daten von personenbezogenen Daten von Europäern in den USA sicher sind, ob sie freistellungsfähig sind unter einer Art besonderem Schild, der als Antwort auf das Schrems I Urteil damals installiert wurde und der gewisse Grundregeln vorsah. Und der EuGH hat gesagt, nein, es ist nicht sichergestellt, dass die Daten von europäischen Bürgern oder Unternehmen in diesem Fall wirklich ausreichend gesichert sind. Und das führt nun zu dem zentralen Thema, über das wir uns heute unterhalten werden. Was bedeutet das eigentlich für Unternehmen? Es bedeutet Arbeit. Ganz viel Arbeit und sehr viel Analyse. Denn es ist nicht mehr ausreichend, einfach nur einen Vertrag zu nehmen, zu sagen, wir stellen das unter den Schild und das reicht, sondern Sie müssen in Zukunft bei allen internationalen Verträgen sehr früh sich darum kümmern, dass sie auch den Anforderungen des Datenschutzrechts genügen. Jetzt ist es so, dass viele Unternehmen in Deutschland, nicht nur im Bereich Technologie, auch in vielen anderen Bereichen, noch sehr stark kämpfen mit der Umsetzung dieser Datenschutzgrundverordnung, mit der Frage, wie weit muss ich eigentlich gehen? Ist das denn wirklich notwendig? Da muss man dazu sagen, dass die Bereitschaft von Behörden und Staaten, sehr hohe Bußgelder, 6-7-stelligen Bereich zu verhängen, enorm gestiegen ist. Dass die Sensibilität in der Bevölkerung sehr stark gestiegen ist und dass ein Image-Schaden sehr viel mehr Schaden verursachen kann, als sich darum zu kümmern. Es geht also darum, dass man die Verträge sich nochmal anschauen muss, Standardschutzklauseln, das sind eine der Alternativen, die das europäische Recht unter der Datenschutzgrundverordnung zur Verfügung stellt, vielleicht weiter ergänzt, dass man sich anschaut, welche Daten habe ich? Stichwort Kronjuwelen im ersten Vortrag. Was mache ich damit? Wo fließen sie hin? Wenn ich jetzt mit Medical Devices zu tun habe, dort eine innovative Lösung habe, geht das an Krankenhäuser, geht das an Dritte, an Ärzte? Elektronische Patientenakte, wie wird das interagieren? Und wie kann ich in einem Markt meine Produkte platzieren, wenn ich diese Regelungen nicht einhalten sollte? Die Antwort ist gar nicht. Dies führt dazu, dass Unternehmen jetzt handeln müssen, Hausaufgaben machen müssen und dazu ganz sicher auch sehr viel spezialisierte Hilfe benötigen. Denn diese Bereiche sind recht komplex. Sie scheinen einfach, sind aber nicht ganz ohne. Um es mit den Worten des Europäischen Datenschutzausschusses EDSA zu sagen, es kann keine Patentlösung geben, die allen Datenübermittlungen gleichermaßen gerecht wird. Jeder Datenexporteur muss vielmehr seine eigenen Datenverarbeitungsvorgänge und Datenübermittlungen bewerten und daraufhin geeignete Maßnahmen ergreifen. Es gilt ganz besonders in Bezug auf Verträge, die Sie mit USA-Beteiligung haben. Ich habe es angesprochen, dass da die Technologie-Exportregeln besonders relevant sind. Es gilt aber insbesondere auch für den Umgang mit China. Herr Ricke hatte sehr gut darauf hingewiesen, dass dieses Decoupling, die Loslösung dieses Marktes von der WTO-Ordnung, auch durch die USA, dass sich eine Aufspaltung in Ost und West, die sich gerade zu vollziehen scheint, auch auswirkt auf Unternehmen, auf Europa, die Stellung von Europa und wie man sich entscheiden muss. Sie als Unternehmen müssen sich vor allem für den Fortbestand und für den Erfolg des Unternehmens entscheiden. Und darauf kommt es dann am Ende an, dass man Lösungen findet, die vielleicht zweigleisig sind. Vielleicht kann man durch strukturiertes Aufbauen von verschiedenen Verträgen und verschiedenen Strukturen bei der Gesellschaft mit etwas Hilfe etwas aufbauen, das beide Märkte öffnet und sicherstellt. In China ist es so, und das ist der Schluss, und der wichtigste Aspekt vielleicht für die Unternehmen, die sich in Asien von diesem immer noch boomenden Markt weiter Auftrieb erhoffen, dass es sehr viele Marktzutrittsschranken und Vorschriften gibt, die eingehalten werden müssen. Wenn Sie eine App haben, die innovatives Beraten von Patienten erlaubt, können Sie die nicht ohne weiteres in China direkt einsetzen. Sie werden Partner brauchen. Sie müssen aber auch die Art und Weise der Zustimmung zu sensiblen persönlichen personenbezogenen Informationen und Ähnlichem richtig regeln. Und Sie müssen sehen, dass die Gesetzgebungsaktivitäten so wie in Europa, in China derzeit nahezu frenetisch vorgenommen werden und sehr intensiv sind. Ein weiterer wichtiger Sonderfall für europäische Unternehmen, die sich auch der Ausspähung ausgesetzt sehen, ist die Definition von wichtigen Daten. In China gibt es ein zentrales Cyber Security Law,
das durch eine Vielzahl an Verwaltungsverordnungen ergänzt wird. Und in diesem, ich sage einmal, dieser etwas anderen Struktur der Sicherheit, die vor allem auch auf die chinesische Systemtreue und das chinesische System der Gesellschaft ausgerichtet ist, durchaus Begriffe und Eingriffsnormen enthält, die für Unternehmen, die drüben vor Ort sind, Risiken behalten können. Das Beispiel wichtige Daten. Wann sind wichtige Daten überhaupt Daten im Sinne dieses Cyber Security Law, die nicht mehr exportiert werden dürfen? Und was würde das bedeuten, wenn Sie Lizenz- und Verwertungsverträge haben? Dürfte das dann niemand mehr verwerten? Wie kann man damit umgehen? Auch wenn Sie in der Forschung und in der Entwicklung tätig sind, gibt es neue Regelungen, die von den jeweiligen Ministerien erlassen werden und die beachtet werden sollten. Ich sage immer, dass für jedes Unternehmen ein Weg gefunden werden kann, dass der Weg aber deutlich länger und komplizierter geworden ist. Vielleicht auch eine Gelegenheit für innovative Unternehmen, sich von Wettbewerbern abzusetzen, wenn man sich in diesem Dschungel zurechtfindet. Insgesamt wird das Spannungsverhältnis alle Unternehmen in der Hochtechnologie betreffen. Es wird stärker Einfluss ausüben, vom politischen Rahmen kommend auf die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Und Unternehmen müssen in Zukunft sich darauf einstellen. Es ist wie immer, wenn man sich dem Ganzen stellt, wird es auch einen Weg geben. Den Kopf in den Sand zu stecken, ist ganz sicher keine gute Überlebensstrategie. Damit möchte ich schließen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Herr Butler. Sicherlich einige Fragen, die aufgeworfen werden, kommen wir gleich in der Podiumsdiskussion hinzu. Ich darf also dann auch den Kollegen bitten, der heute Morgen schon dabei war, den Herrn Wagner. Aber gleichzeitig würde ich ganz gerne, wenn möglich, den Herrn Dr. Peter Johann zuschalten. Ich hoffe, das geht jetzt. Da ist er schon. Grüß dich, Peter. Ich sag kurz, hallo, Werner. Ich sag kurz was zu dir. Du bist Teil unseres Business Angels Circle und Investors Circle für BioNRW, für die Biotech. Bist aber auch der Managing General Partner für NGN Capital LLC. Und das ist eine Company, die hat in den USA zu tun. Also mal der andere Weg, als die meisten Leute erwarten bei Finanziers. Frage an dich. Du hast eine Beteiligung an einem Unternehmen in den USA. Klassische US-amerikanische Universität ist in Life Science mit dabei. Die bestehenden Verträge sind plötzlich nicht mehr gut genug. Gib uns zwei kleine Sätze zur Unternehmung und dann dazu, was ist passiert? Was ist mit den Verträgen los? Was ist falsch dabei? Und ich sage gleich, dass das natürlich schon anschließt an das, was Herr Butler eben erzählt hat. Peter, du bist ja, genau. Kurz zur Firma. Wir haben vor circa 6 Jahren oder 5,5 Jahren eine Medizintechnikfirma gegründet, Lumendi. Die hat den Sitz in England und basiert auf einer Technologie, die bei der Weill Cornell und New York Presbyterian Hospital entwickelt wurde. Es ist Zusatz zu Endoskopen für nicht-invasive Entfernung von Polypen, zum Beispiel im Darm, aber auch andere Eingriffe. Wir sind in Gesprächen mit chinesischen Partnern. Aufgrund der Marktzugangsbedingungen in China braucht man einen Partner dort. Und im Rahmen der Lizenzverhandlungen, da war die Royalty-Höhe ein Problem. Und wir mussten dann zurück an die Cornell und das neu verhandeln. Ein Problem, was dann aufgetaucht ist oder was wir erfahren haben, ist, dass die Universitäten Audits durchlaufen haben von der Regierung und durchlaufen mussten, welche Abkommen mit China direkt gemacht wurden oder indirekt. Wir konnten das etwas geschickt lösen, indem wir nicht China in den Vertrag genommen haben, sondern einfach Schwellenländer, die entsprechend definiert sind und haben dann den Vertrag entsprechend abgeändert. Aber wir sehen hier natürlich einen Eingriff wirklich der US-Administration auch in den universitären Bereich, was Technologietransfer anbelangt. Jetzt können wir mit China relativ einfach arbeiten, weil wir eine englische Firma sind. Wären wir eine US-Firma, glaube ich, wird es deutlich schwieriger. Ja, das erinnert mich direkt an das Bild, mit dem vorhin Erika angefangen hat. Die beiden Container, die zusammenstoßen und irgendwie stelle ich mir dazwischen Europa vor. Aber bitte, ist es das, Peter, was wir jetzt erwarten müssen, was alle Universitäten in den USA erwarten müssen?
Wenn Herr Badloch recht hat, ist das ja genau das, was wir vor uns sehen. Insbesondere, wenn man dann auch noch mit China Zulieferer oder was auch immer hat. Ist das die Einschätzung? Es wird sicher strenger werden, was Lizenzabkommen mit USA anbelangt, auch wenn das Firmen in Europa sind, dass dann, ich sehe Einschränkungen in der Zukunft, dass vielleicht gewisse Technologien nicht weiter an China lizenziert werden dürfen. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben aber auch erlebt, dass ausgerechnet der Partner, mit dem wir verhandeln in China, bei der FDA angefragt hat nach unseren Registrierungsunterlagen und den Spezifikationen für unsere Instrumente, was natürlich auch nicht gerade die feine englische Art ist. Also hier wird versucht, auf beiden Wegen entweder direkt Abkommen oder indirekt an Technologien ranzukommen. Und da muss man sich natürlich überlegen, auch von den Zulassungsbehörden, welche Informationen gibt man in Zukunft weiter. Ja, ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, Herr Badloch. Ich hatte nur den Eindruck, selbst die großen Anwaltskanzleien können uns da nicht so richtig raushelfen. Lassen Sie mich darauf hinweisen, dass wir im Vorfeld auch andere Anwaltskanzleien angesprochen haben, die uns leider einen Korb gegeben haben. Ja. Dies sind natürlich US-basierte Anwaltskanzleien, genau, in primärer Richtung. Ist das die Zukunft? Wir suchen jetzt unsere Partner danach aus, wo denn der Standort ist, Nähe, Distanz, gar nicht mehr so darum gehend, wie gut sie sind. Ich glaube, dass das sicherlich ein Faktor ist. Und der nächste Faktor, der eine Rolle spielt, ist, wo steht man in diesem Schachspiel? Tatsächlich ist es so, dass es mag paradox klingen, dass der alte Kontinent Europa neue Chancen hat. Aber wenn man jetzt zum Beispiel meine Anwaltskanzlei Taylor Wessing nimmt, dann sind wir eben nicht mit einer vollen eigenen Kanzlei in den USA. Wir haben dort ein Representative Office, aber wir beraten nicht im amerikanischen Recht. Und in diesen Fällen ist es sowohl für Ost als auch für West manchmal sozusagen gut, wenn man dann jemanden in der Mitte sucht, ein bisschen wie die Schweiz. Ich glaube, dass die Probleme immer stärker zunehmen werden, auch weil die Staatsunternehmen in China immer mehr auch den Vorzug unterhalten. Also Xi Jinping ist ein Fan der staatlichen Kontrolle. Und das führt dazu, dass wenn also Investoren auftreten und auch auf die Universitäten zugehen und mit den Universitäten sich sozusagen versuchen zu einigen, dass dann immer dahinter auch ein staatliches Investment steht. Europa macht ja gerade eine Art Übung und schaut sich an, welche Investitionen von chinesischer Seite in der letzten Zeit am Ende doch mit einem staatlichen Hintergrund vorgenommen wurden. Und man wird herausfinden, dass einfach weil das chinesische System so ist, dass es sehr viele sind. Und das führt dazu, dass wir auch als Anwälte, als diejenigen, die sich in diesem Dschungel versuchen, gemeinsam mit den Unternehmen durchzukämpfen, neue Konstruktionen werden suchen müssen. Das Beispiel eben fand ich sehr gut, weil es war einfach der Hinweis darauf, dann nehmen wir eine UK Limited. Natürlich jetzt mit dem Brexit wird das Ganze noch etwas komplexer. Das wäre die nächste Frage. Vielleicht wird es Frankfurt, die GmbH. Ja, lassen Sie mich gleich anschließen, dann kommen wir vielleicht auch nochmal später auf Herrn Rieke zurück. Herr Wagner, ich erinnere mich, Sie haben an einer Stelle für die Allianz gesprochen, haben gesagt, nur mal vorsichtig, so schlimm ist das mit China manchmal nicht. An manchen Stellen ist es sogar positiv, was aus deren System entsteht. Das müssen Sie jetzt erklären. Wir hatten im Vorgespräch, hatten wir auch diskutiert über die sogenannte Steuersoftware, die gerade die chinesischen Behörden eingeführt haben, die ja im Fokus steht, dass damit auch Daten abgesaugt werden können. Was ich einfach möchte, ist, dass wir auch differenziert betrachten. Und das vermisse ich dann auch oft in der politischen Debatte oder auch in der öffentlichen Debatte. Würde mich auch die Meinung von Herrn Rieke dazu interessieren. Den fragen wir. Weil ich glaube, es ist nicht immer alles schlecht, sondern nehmen wir mal das am Beispiel der Steuersoftware. Steuerhinterziehung, Steuervermeidung ist ein großes Thema weltweit. Damit müssen wir uns auch in Deutschland auch beschäftigen. Gestern gab es genau dazu ja bei einer großen Organisation eine große Hausdurchsuchung bei den Protagonisten. Also es ist nicht so etwas, dass das bei uns nicht passieren würde. Und deswegen ist natürlich auch ein positives Ziel, und das hilft natürlich auch allen Unternehmen, die in China aktiv sind, wenn eben die Steuergesetzgebung auch mit entsprechenden Tools unterstützt wird, um eben auch eine Transparenz in dem Verfahren zu haben und damit auch nicht irgendwelche kommunalen Zusatzsteuern eben erhoben werden können. Also das ist auch ein großer Vorteil für die deutsche Wirtschaft. Ich finde in dieser ganzen Debatte, die sich so zuspitzt, die Pauschalisierung nicht gut. Und so verstehe ich auch meinen Job als Security-Verantwortlicher. Ich möchte Risiken vermeiden, ich möchte Geschäft ermöglichen. Und natürlich ist uns bewusst, wenn man in gewissen Ländern dieser Welt aktiv ist,
dass man damit eben in Sicherheitsrisiken ist. Aber es ist nicht immer so, dass damit kein Geschäft mehr möglich ist, sondern man darf es nicht blauäugig machen, sondern wir müssen eben uns bewusst sein, was sind denn eben die Risiken, die auf uns zukommen und die kalkulierbar und beherrschbar machen. Das gilt für Sicherheitsrisiken, das gilt für Cyberrisiken genauso. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was vielleicht mit Cyber nicht so viel zu tun hat, aber es vielleicht auch nochmal plakativ aus einer anderen Perspektive betrachtet. Die deutsche Berichterstattung in den Medien zu Mexiko führt eigentlich dazu, dass man glaubt, man könnte überhaupt kein Geschäft machen, weil jeder deutsche Businessman wird da entführt. Es wird Lösegeld verlangt und die Mitarbeiter werden alle über den Straßen an den Galgen aufgehängt. Ich war mehrfach in diesem Land. Natürlich ist es so, dass ich da keinen Berufsanfänger hinschicken würde auf eine Geschäftsentwicklungsreise. Aber wenn man das vernünftig macht, abgesichert, dann ist das ein Land, in dem man auch mit beherrschbaren Risiken Geschäft machen kann. Und so sehe ich das jetzt auch bezogen auf die IT-Sicherheit und auf die Cybersicherheit, auch im asiatischen Raum genauso möglich. Lassen Sie es uns nicht blauäugig machen. Natürlich sind Risiken verbunden. Aber wenn wir jetzt zum Schritt kommen und so sagen, wir verzichten auf diesen Markt, wollen wir denn auf die Talente im Forschungsbereich, die aus den chinesischen Universitäten kommen, wollen wir auf die verzichten, wollen wir auf das Fertigungs-Know-how der Ingenieure verzichten. Das ist auch ein Risiko. Also müssen wir quasi unternehmerisch, und das ist ja das, was wir eigentlich seit Jahren auch in Deutschland gut machen, wir müssen die einzelnen Risiken balancieren und eben nicht nur eins in den Vordergrund stellen. Und das ist etwas, was ich in der medialen Berichterstattung, ich verstehe auch oft die Presseorgane und die Medienvertreter, dass man durch Zuspitzung natürlich auch Aufmerksamkeit erfährt und damit auch eine Diskussion auslöst. Aber mir ist es oft zu unbalanciert. Ja gut, ich meine, in unserem letzten Cybersecurity-Workshop hatten wir den Herrn vom Landesamt für Verfassungsschutz hier. Mhm. Der sah auch natürlich vornehmlich den Gegner China. Mhm. Ich sage, wie sieht's mit unseren Freunden aus? Mhm. Denn Freunde sind auch nicht unbedingt immer diejenigen, die uns unterstützen. Ja, ja gut, und diese beiden Container, die wir von Henrike vor uns gesehen haben, ist klar, dass wir irgendwo dazwischen stehen. Henrike, wie sehen Sie denn das, was jetzt gerade als Diskussion dazu kam? Sie haben auch darauf hingewiesen, wie übrigens auch Herr Padloch, es wird Geld kosten. Das Wort Geld kam überall vor nach dem Motto, wir können uns nur schützen, wenn wir entsprechend investieren. Kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf zurück, aber auch auf die Frage, wie weit ist unser Staat und die Europa präpariert, sowas zu tun. Herr Rieke. Ja. Genau, also es wird Geld kosten, aber ich glaube, zuerst und vor allem brauchen wir eine gewisse Gelassenheit und eine vernunftbasierte Abwägung. Ich versuche jetzt mal die Balance, die Herr Wagner eingefordert hat, nachzuvollziehen. Zum ersten Punkt die Ausweichmöglichkeiten. Das Beispiel, was wir gehört haben, kann man sozusagen diesem Duell entgehen, indem man in Drittländer ausweicht. Die werden geringer, muss man eindeutig so sehen, denn wir haben noch nicht über exterritoriale Wirkungen von US-Sanktionen gesprochen. Das heißt, die Amerikaner sind in der Lage, auch andere oder Unternehmen in anderen Ländern dazu zu zwingen, ihre politischen Ziele zu unterstützen. Ich gebe Ihnen das Beispiel Halbleiter. Die USA haben jetzt im Frühjahr ein Gesetz verabschiedet, dass alle Unternehmen, die Maschinen zur Chip-Herstellung benutzen, die aus Amerika kommen, zwingt dieses vorher mit dem Handelsministerium in den USA abzusprechen. Das heißt, man braucht eine Genehmigung dafür. Ein Unternehmen wie Infineon, das in den USA zugekauft hat, hat sehr lange auf die Zustimmung der amerikanischen Aufsichtsbehörden warten müssen, weil Infineon seine Chips auch nach China verkauft. Das heißt also, die Möglichkeiten, selbst wenn man nicht unmittelbar in diesen Ländern aktiv ist, werden geringer, dem auszuweichen. Dennoch, diese Entscheidung, die ja der Matthias Döpfner von Springer wirklich zugespitzt hat auf eine Entweder-Oder-Entscheidung, also entweder Amerika oder China, er hat eindeutig gesagt, wir müssen uns für Amerika entscheiden und auch alle wirtschaftlichen Beziehungen zu China notfalls abbrechen. Ich glaube, in dieser krassen Entweder-Oder-Situation sind wir nicht, sondern wir müssen überlegen, wo können wir mit China zusammenarbeiten und wo geht es nicht. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. 5G, der neue Mobilfunkstandard, wäre für mich ein Beispiel, wo die Zusammenarbeit so nicht möglich ist, sondern wo es einfach so viel sicherheitsrelevante Aspekte gibt, die eine klare Abgrenzung erfordern. Bei Solarpanelen sieht das anders aus. Das heißt nicht, dass wir sozusagen zwei völlig abgeschlossene Wirtschaftsräume brauchen, die nicht mehr miteinander Handel treiben, so wie wir das im Kalten Krieg mit der Sowjetunion lange Zeit erlebt haben, sondern wir müssen genauer hingucken, wo können wir was machen.
Und dafür braucht es auch Institutionen. Und jetzt kann man mal fragen, gibt es in Deutschland oder auf europäischer Ebene überhaupt eine Institution, die diese Abwägungsentscheidung trifft? Wir haben den Bundessicherheitsrat in Deutschland, der tritt aber eigentlich nur in Verteidigungsfällen auf. In den USA gibt es sowas wie so eine National Security Council. Und da gibt es eine sehr lebhafte politische Debatte genau auch über diese Abwägungsentscheidung. Brauchen wir nicht, wäre meine Frage, brauchen wir nicht auch institutionell Gremien, die wirtschaftliche, politische Sicherheitsüberlegungen miteinander zusammendenken und dann abwägen? Das wäre jetzt mein Wunsch an die Politik sozusagen. Da lassen Sie mich vielleicht noch ein Beispiel auch aus unserer Szene dann gleich mit hinzugeben. Es gibt auch Chancen. Es gibt Chancen zum Beispiel bei Produktanteilen, die man zur Herstellung von Vakzinen braucht. Wenn USA dicht macht, zugunsten eigener natürlich, dann haben damit unsere zum Beispiel Plasmid-Hersteller eine Chance. Normalerweise hätten auch deutsche Unternehmen auf USA zugegriffen. Also insofern, wie immer, Grauzone zwischendurch. Ja, Kampf der Systeme auf Kosten der Bürger und der Wirtschaft, müssen wir sagen, das ist eigentlich, sagen wir mal, ein Wirtschaftsfaktor, den wir in Zukunft wie Werbung mit einrechnen müssen. In welcher Prozentzahl? Ja. Also ich glaube, Sie haben eben so nett gesagt, Juristen machen Probleme und dann kommen die Regelungen auch, aber das kostet Geld. Ne? Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass wir haben einen Systemwettbewerb. Wir haben ganz klar derzeit eine politische Führung in China, die dem westlichen Gesellschaftsmodell in allen Ausführungen und Facetten nicht folgen will, die vielleicht auch glaubt, dass wir unser System über den Zenit hinaus ist und die einfach schlicht und ergreifend jetzt sehr offensiv die eigenen Positionen vertreten will, wie das auch die Amerikaner tun. Ich glaube, dass man muss das Ganze, die Frage, wie stellt man sich auf, wie wird das auf die Wirtschaft auswirken, man muss es sehr nüchtern betrachten. Es wird sich auswirken. Ja, sie werden einfach nicht mehr Produkte so liefern können wie früher. Sie werden Lieferketten umstellen müssen. Das dauert insgesamt 20 Jahre. Der Exodus aus China hat schon lange begonnen, schon vor 2 Jahren. Das wissen die wenigsten. Aber die Textilindustrie ist schon lange weg und viele andere Industrien auch. Die Preise sind drüben gestiegen und das Ganze verändert sich sehr, sehr stark. Und die Auseinandersetzung im Hightech-Bereich können Sie am besten im Bereich, nehmen Sie Ihr privates Mobiltelefon und schauen Sie drauf, Sie haben WhatsApp drauf. Und wenn Sie in China unterwegs sind, so wie ich, haben Sie auch noch WeChat drauf. Und natürlich ist es so, dass WhatsApp auch... Weil Sie sich sonst gar nicht bewegen können, nichts kaufen können. Zahlen, ja. Bewegen, buchen, alles Mögliche. Nur ich glaube, dass das auch eine große Schwäche des chinesischen Systems ist, weil natürlich sozusagen alles konzentriert wird auf ein Unternehmen. Der Wettbewerb wird am Ende dann doch irgendwann ausgeschaltet. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, was die europäische Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit angeht. Vielleicht nicht so sehr in den Bereichen, wo jetzt die Amerikaner und die chinesischen Freunde und Partner vorne liegen. Ich glaube eher, dass es viele Bereiche, viele Nischen gibt, wo sie Spezialisierungswissen brauchen, wo sie, wie unsere Biotech-Startups, neue Dinge bringen müssen. Und dann kommt es darauf an, dass man sich in diesem Rechtsrahmen richtig positioniert. Die Positionierung wird wichtig. Wo stellen Sie sich wie auf? Mit welchem Company Vehicle? Wer macht was? Wie lizenzieren Sie das Ganze und das Thema Steuern auch dazu? Wie wird das auf die Profitabilität sich auswirken? Ich glaube, dass im Steuerbereich es immer schwieriger werden wird, diesem Vereinheitlichungsdruck auszuweichen. Das heißt, es wird darauf ankommen, neue Produkte zu haben. Und noch ein letzter Punkt. Es kam vorhin die Frage, ja, wie ist denn das, wenn, also das Beispiel von den amerikanischen Universitäten, dass dann sich die FDA-Unterlagen angeschaut werden. Das geistige Eigentum, Patente, werden noch wichtiger werden, weil die chinesische Seite radikal alles patentieren wird, was irgendwie geht. Und Sie sehen ja schon seit Jahren die Patentanmeldezahlen. Das Ganze wird wie eine Art Chipsystem betrieben. Sie machen möglichst viel Patent, um dann zu sagen, ich bin Hightech. Jetzt wird es an China sein, zu zeigen, dass trotz des Abschneidens von den Chip-Quellen her aus den USA, dass China das schafft. Ich bin zuversichtlich, aber es wird auch China Zeit und Geld kosten. Und in diesem Prozess liegen die Chancen. In diesem Prozess liegen die Möglichkeiten. Wir werden selbstbewusster auftreten müssen. Es gibt übrigens auch so einen Mechanismus, gell, zu diesen Sicherheitsfragen, das Außenwirtschaftsgesetz. Herr Altmaier, ich erinnere an die jüngsten Interventionen. Also wir haben schon erste Ansätze. Und wir werden einfach lernen müssen, mit großen Partnern selbstbewusst umzugehen. Ja, Partner ist das Stichwort. Was sage ich als Biotech-Unternehmen meinem Partner in China, in USA, wenn zum Beispiel das EuGH im Vordergrund steht? Was sage ich ihm? Das ist bei uns Gesetz und richtig danach?
Ja, also da möchte ich wieder das Beispiel bemühen, das vorhin auch gefallen ist vom Herrn Rieke, dass er gesagt hat, ja, die Amerikaner können sozusagen zwingen ins Ausland hinaus. Wir zwingen auch unsere Partner, die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, zu akzeptieren. Und ein Unternehmen in Europa hat gar keine Wahl und auch kein Recht zu sagen, ich mache das nicht. Wenn ja, aber die anderen müssten wir ja genauso zwingen. Ja, am Ende haben Sie ein bisschen so ein Race to the Top. Wer ist zuerst da? Wer hat die ersten Regularien erlassen? Und deswegen auch dieser Wettbewerb um das 5G. China möchte die Standards setzen, um dann sagen zu können, ich war zuerst da, ich habe es gesetzt. Die Amerikaner wollen das auch. Früher waren es mal die Europäer. Ja, wenn man an 3G denkt. Lassen wir haben mich die dann abgegeben. Ja, dann lassen Sie mich noch eins hier einspielen, weil die Frage auch aufkam aus der Zuhörerschaft. Haben Sie denn nicht die großen Staaten eingeladen und haben Sie nicht die großen Unternehmen eingeladen? Aber selbstverständlich, aber die lassen sich ungern hier präsentieren. Wir haben sowohl das chinesische als auch das US-amerikanische Generalkonsulat angefragt. Wir haben Microsoft und Huawei angefragt. Trauen sich nicht, sage ich jetzt einfach mal aus meiner Sicht, aber so ist es nun mal. So, aber trotzdem die Frage, ich meine, ist das das, was auch jetzt so ein Konzern wie der Ihre jetzt überlegt? Ja gut, ich meine, wenn man sich die deutsche Wirtschaft und insbesondere die großen Konzerne anschaut, auch so den Konzern, den ich vertrete, dann sind wir eigentlich kein rein deutsches Unternehmen mehr. Wir haben unseren Sitz in Deutschland, wir fühlen uns aber auch in den USA zu Hause, wir fühlen uns in Südamerika zu Hause, wir fühlen uns auch in China und in großen Teilen Asien zu Hause und haben auch Mitarbeiter in all diesen Ländern. Also wenn wir in China 30.000 Mitarbeiter haben, teilweise in Joint Venture, investieren jetzt gerade noch mal 10 Milliarden Euro in ein neues Werk, was kein Joint Venture ist, wo uns die chinesische Regierung auch die Möglichkeit gegeben hat, ein eigenständiges Geschäft zu investieren, fühlen wir uns da natürlich auch in diesen Teilen als chinesisches Unternehmen. Und deswegen können wir da auch nicht die rein deutsche oder die rein europäische oder die rein amerikanische Karte spielen. Das wäre unfair und das würde auch nicht unseren moralischen und ethischen Standards entsprechen gegen unseren Mitarbeitern weltweit. Also müssen wir auch da die Balance finden. Und ich meine, die Frage ist ja momentan, wir waren fast schon in einer staatsphilosophischen, gesellschaftsphilosophischen Debatte, was ja auch im Hintergrund läuft, diese Schocks, die wir gerade erleben, die auf der rechtlichen Ebene ausgefochten werden, die auf der Ebene militärischer Auseinandersetzung im Bereich der Sicherheitspolitik ausgefochten werden, nachrichtendienstlich, denken Sie gerade die Diskussion, die Deutschland gerade mit Russland hat, stellvertretend für die EU, sind das momentan so einzelne Elemente? Oder sind das eben die Vorboten, die quasi im Rahmen der Digitalisierung als sogenannte vierte industrielle Revolution gesellschaftspolitisch auf uns zukommen, wo eben bestehende Ordnungssysteme in Frage gestellt werden? Bei der industriellen Revolution der letzten, da hat es den Adel und das damalige Gesellschaftssystem weggespült und wir haben ganz neue den Liberalismus dann für uns entdeckt, neue Staatsformen. Ist das etwas, was jetzt kommt oder sind das eben nur Einzelschocks? Ich glaube, das muss man bewerten. Wir als Unternehmen sind natürlich in all diesen Ländern an die Gesetze gebunden. Es wird schwieriger. Es wird wahrscheinlich uns auch und vielleicht deckt sich auch da wieder die Linie zwischen dem, was wir auf der Unternehmensseite erleben und auch was wir als Individuen erleben, dass dieses Streben nach purer Effizienz, was wir ja die letzten 20 Jahre gespielt haben, also wie optimieren wir die Supply Chain, wie optimieren wir die Fertigungsketten, holen quasi da nochmal den letzten Euro raus. Dieses Streben nach Effizienz, das wird vermutlich beendet werden, zugunsten eben von Sicherheit, von Gunsten von Verlässlichkeit. Und das ist etwas, was wir ja alle miteinander momentan gerade in der Covid-Situation auch erleben, dass diese Selbstoptimierung, diese Effizienz vielleicht gar nicht der gute Weg ist und wir da eben ein neues Bild bringen. Und vielleicht am Ende des Tages sind wir ganz froh, dass wir diese Schocks erleben, weil wir unser System damit neu justieren können. Sie sehen, ich bin ein optimistischer Mensch und glaube auch an die Stärke der deutschen Wirtschaft, dass wir diese Krippen meistern. Stärke der deutschen Wirtschaft ist der Punkt. Sie haben den DAX-Konzern erwähnt, aber Sie haben auch eins gesagt. Über Mittelstand reden wir jetzt im Augenblick noch nicht, weil der in der Statistik gar nicht mit aufgeführt ist. Auch Herrn Rieke würde ich dazu gerne hören. Die Frage Mittelstand, das Rückgrat der deutschen Industrie, sind nicht die Konzerne, hören wir immer wieder. Die sind aber besonders betroffen. Ich werde gleich auch noch mit einem Beispiel kommen. Was können wir denen sagen? Die haben das Geld zum Teil nicht oder sie müssten so viel investieren, dass es von woanders weggezogen wird. Müsste der Staat uns nicht an der Stelle viel mehr unterstützen? Wir werden auch gleich darauf zu... Warte, einen muss ich noch loswerden. Ein Punkt ist nämlich die Frage auch, wer hilft mir?
Und im Mittelstand ist es natürlich nicht so einfach wie in Ihrem Konzern. Da gehst du mal eben rüber zur Abteilung und sagst, Jungs, da ist was Neues, das Guacamole statt Citrix oder was auch immer. Und jetzt gehen wir da rein. Ja, Herr Rico startete gerade. Sie starten. Herr Rico. Ja. Genau, ich glaube, wir müssen uns darüber unterhalten, wo der Staat sinnvollerweise helfen kann. Also wenn sich die Rahmenbedingungen so verkomplizieren, wie wir das jetzt gerade beschrieben haben, das betrifft natürlich mittelständische Unternehmen, die jetzt nicht über große Corporate-Abteilungen verfügen, Rechtsabteilungen, die das also im Minutentakt durchleuchten können und dann daraus Handlungsableitungen rausziehen können, betrifft das noch viel stärker. Das heißt, es gibt eindeutig eine Bedarf an mehr Kompetenz, mehr Hilfe, um sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Das hat viel mit rechtlichen Rahmenbedingungen zu tun, aber eben auch viel mit strategischen Entscheidungen, die eigentlich nur auf Unternehmensebene getroffen werden können. Ich glaube, was wir nicht machen sollten, ist, dass wir jetzt angesichts der Konkurrenz aus China und den USA anfangen sollten, parallel auch sowas wie die Subventionskiste aufzumachen und jetzt Geld auszuschütten, weil wir denken, wir müssen mit dem chinesischen Weg da konkurrieren und sowas wie eine Staatswirtschaft aufbauen. Das führt uns, glaube ich, in die falsche Richtung. Wichtiger wäre, dass wir nochmal über das reden, was europäische Souveränität, das ist ja auch so ein Schlagwort geworden, Europa braucht eine eigene Souveränität, digitale Souveränität, strategische Souveränität, was heißt das eigentlich genau? Also wo wollen wir souverän sein und welche Voraussetzungen müssen dafür da sein? Ich glaube, eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass Europa geschlossener werden muss. Ich glaube, dass wir auf dem Weg dorthin sind. Das bedeutet, ja, mehr Europa. Die Pandemie hat uns gelehrt, dass wir gerade in Krisensituationen, wenn wir zusammenarbeiten, kooperieren, enger zusammenwirken, auch stärker sein können. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die wir aus dieser Pandemie ziehen können. Und das Gleiche gilt natürlich auch im Verhältnis Europas zu den beiden Supermächten, zu China und zu den USA. Und natürlich müssen wir, was die regulatorischen Hürden oder die Last angeht, uns natürlich auch an die eigene Nase fassen. Sprechen Sie mal mit Mittelständlern, die sich die Mühe machen müssen, die DSGVO umzusetzen. Das ist nicht ohne. Also es sind nicht nur die außenpolitischen Veränderungen, die mittelständische Unternehmen ins Schwitzen bringen im Moment, sondern es sind natürlich auch unsere eigenen. Und wir können natürlich, letzter Punkt, den ich noch machen möchte, Europa kann nicht nur Schiedsrichter sein. Wir können nicht nur auf Augenhöhe mit den beiden Großmächten verhandeln und sprechen, wenn wir sagen, okay, wir haben zwar eine super Datenschutzverordnung, aber ansonsten haben wir auf dem Innovationsgebiet nicht wirklich was zu bieten. Das heißt, wir müssen neben diesen wichtigen Rahmenbedingungen auch in der Lage sein, im operationalen Feld der Wirtschaft Flagge zu zeigen. Also einfach mehr gute, starke Unternehmen zu kreieren. Das ist ein weites Feld, da gibt es ganz viele Dinge, die wir an ganz viele Schrauben, an denen wir drehen müssen. Aber das ist, glaube ich, unabänderlich notwendig. Okay, kurze Antwort noch von Ihnen, denn dann müssen wir uns mehr oder weniger auf die Pause vorbereiten. Bitte, zum Mittelstand noch was. Zum Mittelstand. Ich meine, die Frage ist, warum beschäftige ich mich persönlich als Vertreter eines Großkonzerns in einem Verband zum Schutz der deutschen Wirtschaft? Und das mache ich aus der Erkenntnis heraus, dass wir auch die großen Konzerne durch die Arbeitsteiligkeit gar nicht mehr alleine abgesichert bekommen. Also wir wissen, wir müssen quasi unser Gesamtsystem, unsere gesamte Supply Chain absichern. Und da gehören eben auch unsere mittelständischen, überwiegend mittelständischen Zulieferer, Geschäftspartner, Vertriebspartner mit dazu. Also müssen wir das Gesamtsystem betrachten. Und deswegen investiere ich ganz persönlich meine Energie, meine Kraft, meine Expertise eben auch in die Sicherheit für die deutsche Wirtschaft und damit auch für den deutschen Mittelstand. Kann ich nur unterschreiben, keiner schafft das mehr alleine, es geht nur im Verbund. Okay, dann lassen Sie mich zum Abschluss dieser Session noch eins zum Nachdenken für die nächste Session geben. Es hat den Fall Wempe, des Juweliers Wempe, gegeben aus Hamburg. Er hat das genannt Geiselnahme unserer Dateien auf unseren eigenen Rechnern. Der Fall Lukas Krankenhaus in Neuss ist auch bekannt geworden. Das war 2016, Wempe war Sommer 2019. Hat
nach Informationen in die Presse 1 Million gekostet. Nicolas Krämer, der entsprechende Verantwortliche, sagte dann zum Schluss als Konsequenz, immer Polizei und BSI einschalten. So, jetzt gebe ich Ihnen aber den Fall, der eben an der Stelle das ein bisschen anders sieht. Also, ein Logistikunternehmer nicht weit weg von hier hat einen Monat Hölle durchlebt, wie er das wörtlich nennt, wurde gehackt im November 2018, hat dann eben halt, wie ein Unternehmer das so tut, gesagt, ich werde von wegen hier Bitcoins hinlegen. Polizei hat abgeraten zu zahlen, am Ende habe ich doch gezahlt. Handlungsunfähig für einen ganzen Monat, Zoll, Speditionspapiere, nur noch handschriftlich, keinen Zugriff auf Datenbanken, Logistik mit Handzetteln durchs Lager getragen. Kripo informiert, die hat handschriftlich Anzeige aufgenommen und den Nachsatz, den er brachte, muss ich dann auch noch bringen. Es war nämlich zur Zeit der Weihnachtszeit, der Angestellte der Polizei, der also handschriftlich aufgenommen hat, hat ihm alle Weihnachtskekse weggefressen. Und nach Wochen Verfahren eingestellt, kriegt er, wörtliches Zitat, auch BSI hat uns nicht geholfen, lediglich auf die Merkblätter auf Homepage verwiesen. Wir waren völlig auf uns allein gestellt. Wenn das die Konsequenz ist, haben wir ein Problem. So, und damit entlasse ich Sie in die Pause. Wir sind in 5 Minuten wieder da. Herzlichen Dank. Danke. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die jetzt erst zugeschaltet haben, aber ich bin fast sicher, die meisten haben die ganze Zeit dabei gestanden und haben mit zugehört. So, dann gehen wir auch gleich in die zweite Session. Wir wollen die Auswirkungen auf Unternehmen noch im Einzelnen aufnehmen, auch das, was wir eben schon mal angerissen haben, nämlich was mache ich eigentlich, wenn ich gehackt worden bin. Und insofern freue ich mich, dass wir einen Vertreter der Versicherungswirtschaft mit uns haben. Ich darf aber vorher noch eben kurz eine Frage loswerden, die wir eben nicht einspielen konnten, weil es so spät kam an Herrn Badloch. Seit kurzem existiert ein Gesetzentwurf in China zu persönlichen Daten, Personal Information Protection Law. Können schon abschätzen, welche zusätzlichen Hürden zum Cyber Security Law für deutsche europäische Unternehmen entstehen werden? Diese und ähnliche Fragen nehmen wir also alle auf. Fragen Sie, was Sie können. Wir würden, wenn die Experten anwesend sind, das direkt beantworten oder eben halt dann im Nachhall zu diesem ganzen Unternehmen Cyber Security Events per Videostream. So, Risiken verstehen und absichern, die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts. Herr Schudra, Alexander Schudra von der ERGO hier in Düsseldorf ist mit uns, Volkswirt, Diplom-Volkswirt, seit 2008 bei der ERGO und seit 2019 der Abteilungsleiter für Cyberversicherung. Früher war er im Vertrieb, Stabsbereich, Projekte und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist die ERGO ja ein Unternehmen der Munich Re, also schon jemand, der das auch im Breiteren sehen möchte. Ja, wir gehen drauf zu. Risiken. Herr Schudra, Sie haben das Wort. Wie sichern wir ab? Ja, vielen Dank, Herr Gartow. Vielen Dank auch für die Einladung hier. War für mich jetzt auch eine sehr interessante erste Session, so diesen geopolitischen Rahmen mal aufzuspannen. Hat das mit den Kollegen auch gerade während der Tonprobe auch noch mal kurz diskutiert. Ich verstehe jetzt auch meine Rolle so, das hatten wir auch im Vorfeld so abgestimmt, dass ich jetzt probieren möchte, das Thema, was habe ich für Ableitungen? Wie kann ich mich schützen? Welche Experten helfen mir im täglichen Business, meine Risiken beherrschbar zu machen. Da fand ich das Beispiel von Herrn Wagner vorhin ganz gut. Sicher selten ein guter Ratgeber, in ein Extrem zu gehen, sondern zu probieren, die Waage zu halten, eine Balance in der Mitte zu finden. Und ich denke, da wird es auch die Assekuranz brauchen, um diese Waage vernünftig auszubalancieren. Deswegen hatte ich den Vortrag auch genannt, Risiken verstehen und absichern. Da der Rahmen jetzt schon ein bisschen gespannt ist, würde ich auch auf das Thema Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts nur kurz eingehen. Insbesondere, sagen wir mal, die Wahrnehmung von Cyberrisiken ist, hoffe, da können wir viele auch zustimmen, insbesondere in den letzten 3, 4, 5 Jahren so richtig gestiegen, wo man auch am Anfang vereinzelt mal über große Cyberattacken in den Medien gesprochen hat oder Berichterstattung dazu gewesen ist, gibt es kaum noch Unternehmen, auch im kleinen mittelständischen Bereich, die nicht irgendjemanden mal kennen oder selbst betroffen sind. Und seien es nur kleine Inzidenz, das Beispiel, was Sie vor der Pause gebracht haben, ist sicher kein kleines Inzident mehr, sondern schon ein richtig
existenzbedrohendes Cyberangriffsszenario. Und hier sind wir auch vor der Situation, genau wie wir jetzt gerade in diesem Marktspannungsfeld auch, dass Cyber am Ende des Tages nicht wie eine Naturkatastrophe den Zufall beinhaltet, sondern Cyber eine menschliche Komponente hat. Die sogenannten Man-Made Risks bei uns genannt. Und diese Komponente der Industrie, die quasi den Schaden absichtlich herbeiführen will, um daraus Profit zu schlagen, macht das für die Assekuranz auch echt, ist eine Herausforderung, das sauber abzubilden und gleichzeitig aber auch eine Herausforderung, die der Markt sich stellen muss. Ich möchte gerne, bevor wir auf die ganz konkreten Tipps kommen, auf was man bei einer Cyberabsicherung achten sollte, einmal auf die Schutzmaßnahmen eingehen, die Herr Wagner auch so ein bisschen beschrieben hat. Wie kann ich mich eigentlich in meinem Unternehmen adäquat vor Cyberrisiken absichern? Ich habe auch den Link gesehen zu Ihrer letzten Veranstaltung, das ist auch viel schon dazu erwähnt worden, aber ich glaube, hier an der Stelle ist nochmal gut, einen kurzen Wrap-up zu machen. Das eine, also wir nennen es mal so schön die drei Linien der Verteidigung, Line of Defense, die erste, ist sicherlich die technische Maßnahme, dass ich mit effektiven Firewalls, mit Serverlandschaften, mit regelmäßigem Patching meine Systeme up-to-date halte. Das wird, das gebe ich zu, da können die Kollegen sicher auch ein Lied von singen, je größer und komplexer mein Unternehmen wird, je internationaler mein Unternehmen wird, wird das immer schwieriger. Aber insbesondere für, Sie haben es ja auch vorhin angesprochen, der Mittelstand, die Start-ups, die sich auch hier in Deutschland bewegen, ist das ein Aufwand, der meines Erachtens auch relativ überschaubar ist. Man muss halt dran denken. Das ist manchmal sehr leicht gesagt, aber sicher ein Thema, das man einfach in Scope halten muss. Das zweite Thema, die zweite Verteidigungslinie sozusagen, sind Strukturen, Prozesse und Verständnis. Und der erste Punkt, der hier in dieser zweiten Verteidigungslinie steht, ist für mich der wichtigste, weil wir merken auch aus der täglichen Praxis, dass der Mitarbeiter, um es mal sehr vereinfacht gesagt, der Mitarbeiter, der auf den falschen Link klickt, ja, der aufgrund von Convenience-Themen mit Fotos macht. Das muss nicht der sein, der das absichtlich, der sich absichtlich ausspäht. Das ist der einfach versehentlich etwas macht. Das ist mit Abstand der größte, das größte Einfallstor für den Schaden. Gar nicht die, sag mal, sehr ausgeprägte und sehr feinteilig und sehr sophisticated Attacke auf ihre Systeme, sondern wirklich der Mitarbeiter, der auf die gut gemachte Phishing-Mail reinfällt. Und das zweite Thema hier auch, das ist so ein bisschen umschrieben mit Cyber Risk Governance, einen Notfallplan sich aufzubauen. Ein Notfallplan kann sein, Achtung, wenn dir irgendwas auffällt, geh weg vom Rechner, trenn ihn vom Netz und rufe diese Nummer an. Das muss auch nicht, ich versuche dann eine Ableitung zu treffen, das muss nicht sophisticated sein und irgendein 30-seitiger Leitfaden. Das reicht häufig schon, jedem Mitarbeiter zu vergegenwärtigen. Achtung, das ist der Notfallansprechpartner und der Notfallplan heißt, auch Rechner nicht ausmachen, sondern wirklich vom Netz nehmen, aus dem WLAN trennen und Finger weg und lass die Profis machen. Versuch nicht aus Scham oder sonstigen Gefühlen, die dann eine Rolle spielen, hier irgendwie selber was gerade zu biegen, sondern verlass dich auf die Experten. Und die dritte Verteidigungslinie, hier auf der rechten Seite, ist dann die Restrisikoabsicherung, die Restrisikowirkung. Das ist etwas, und ich glaube, das ist heute auch schon gefallen, einen hundertprozentigen Schutz wird es nicht geben. Dafür ist diese Industrie, ich nehme das Wort nochmal in den Mund, die gegen uns arbeitet auf dem Thema der Cybersecurity, einfach zu agil und auch zu agiert. Das ist vielleicht das richtige Wort. Ja. Wir sind halt häufig in der Defensive, wenn es um Thema Cybersecurity geht. Das ist auch gut, da sind wir auch inzwischen sehr schnell geworden. Aber der Angreifer ist in dem Fall immer mit dem kleinen präventiven Vorteil. Ja. Und deswegen eine Restrisikowirkung werden Sie immer haben. Und die lässt sich aber aus meiner Sicht, wenn man das Risiko versteht, auch relativ gut quantifizieren. Genau. Jetzt möchte ich schon nach dem allgemeinen Rahmen ein bisschen auf die Punkte eingehen, die man auch aus meiner Sicht auch in einem mittelständischen Unternehmen sehr gut und mit relativ überschaubarem Aufwand einbauen kann. Das eine ist das Thema Schwachstellenmanagement. Das ist absolut kein Problem, wenn man weiß, man hat hier eine Schwachstelle. Man hat eine Software, die ist vielleicht nicht up to date. Man braucht vielleicht aufgrund von irgendwelchen, der Kollege von der Anwaltskanzlei wird es vielleicht nochmal sagen, aufgrund von irgendwelchen regulatorischen Änderungen braucht man eine Anpassung in der IT-Security-Police oder Policy. Dann kann man hier durchaus in Kauf nehmen, dass man mal 2-3 Monate eine Schwachstelle hat, nur die muss man managen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und fürs Managen muss ich mir erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen. Das heißt, Bewusstsein schaffen, niemand ist 100% sicher. Und ich kann aber diese Schwachstellen quasi auf den Zettel schreiben und sie auch im Blick behalten. Das ist schon mal ein erster, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das zweite Thema, das hatte ich schon vorhin angesprochen, das Thema Patching. Das ist definitiv eines der mit Abstand wichtigsten Themen. Ich glaube, Herr Wagner hat es vorhin auch gesagt, die
ganzen auch Derivate von Schadsoftware, die sind, und das, dem muss man sich auch bewusst sein, wenn ich eine mittelständische Firma habe, ein kleines Unternehmen, der guckt sich nicht mich aus, sondern der geht mal vorbei, der geht durch die Straße und schaut, wo ist das Fenster angelehnt, wo ist die Tür offen, wo kann ich durchs Schaufenster reingucken und sehe vielleicht Informationen zur Alarmanlage, die draußen hängt. Und dieses quasi durch Zufall reinkommen, das muss ich schaffen abzustellen, indem ich durch Patching bekannte Sicherheitslücken schließe. Und zur Not, und das Beispiel hatten Sie ja von der Uniklinik Düsseldorf, Sidewix war der Auslöser, was man hätte machen müssen, hätte Fahrradkette im Nachhinein, nicht wahr? Wäre das System einmal neu aufsetzen, ja, um die Sicherheitslücke zu schließen. Der Angreifer war halt vorher schon drin. Ja, das ist am Ende des Tages, weiß man immer, wenn man schlauer nachher, aber das wäre ein Punkt gewesen, patchen und zur Not das System neu aufsetzen. Ein drittes Thema, das ist wie gesagt auch insbesondere für kleinere Gewerbetreibende nicht ganz so einfach, das weiß ich auch, ist eine Multifaktor-Authentifizierung. Ein Passwort abgreifen, das passiert schon mal recht schnell. Aber um einen Multifaktor auszuhebeln, da braucht es schon aufwendigere Angriffsmethoden. Und das ist auch wieder nochmal ein Querschuss zu dem, was ich gerade sagte. Der Angreifer sucht sich in der Regel sein Ziel, also bis auf BASF, das ist natürlich ein sehr lohnendes Ziel, ja, vielleicht. Aber beim kleinen Mittelstand sucht der Angreifer sich nicht ihre Firma aus, sondern das ist einfach zufällig. Ja? Und der wird nicht viel Aufwand betreiben. Die sind genauso kostenoptimiert und zeitoptimiert. Der wird nicht viel Aufwand betreiben in der Regel, um sie anzugreifen, außer er weiß, dass bei ihnen etwas zu holen ist. Da kommen wir ja auch gleich noch dazu. Das vierte Thema ist Endpoint Protection. Da haben wir auch das, glaube ich, gehört. Homeoffice war, glaube ich, ein Punkt in der letzten Session. Bring your own device ist heute schon mal als Buzzword gefallen in der Diskussion. Achten Sie darauf, dass Sie nicht nur Ihre Serverinfrastruktur bei sich beherrschen, sondern eben, dass Sie auch alle die Endgeräte einmal im Blick behalten. Und dann reicht's aus Versicherungssicht jetzt einfach auch an vielen Stellen den Mitarbeiter, der im Homeoffice mit seinem Mac vielleicht nicht alle Anwendungen, die ich in der Microsoft OS-gestützten Firmensoftware habe, unterstützt. Aber man muss ihm, das ist die Erwartung, die man, glaube ich, auch haben darf, auch als Mitarbeiter. Das kommt ja bei uns auch an. Ja, die Firmenhaber fragen dann, ja, was sage ich meinen Mitarbeitern? Also die Mitarbeiter sind sich gewahr, dass sie dann in einer Gefahr sind. Aber man muss, glaube ich, den Kollegen versuchen, zusammen mit Experten zumindest einen Handlungsleitfaden an die Hand zu geben. Es ist klar, dass man da nicht alles so überwachen kann wie in den eigenen Büroräumen. Das soll man auch, glaube ich, nicht. Aber man muss zumindest einen Handlungsleitfaden erstellen. Und das ist aus meiner Sicht auch etwas, was man mit dem Experten zusammen gut entwickeln kann und was auch einigermaßen zumindest bis zu einem gewissen Grad generisch sein kann. Und das fünfte ist etwas, was aus unserer Wahrnehmung in der Vergangenheit ein bisschen zu kurz gekommen ist, wo wir jetzt aber auch die Produkte, das sehen wir auch auf dem Markt der Assekuranz, die Produkte ein bisschen aufrüsten, das ist das regelmäßige Testen. Bedeutet, die Schwachstellen, wenn ich sie erkannt habe oder vielleicht auch weiß, dass meine Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, dann kann man durchaus auch mit überschaubaren Mitteln über Penetration-Tests, über Phishing-Tests, kann man diese Accounts mal angreifen und kann versuchen herauszufinden, was passiert denn da und wie reagiert der Mitarbeiter? Und das ist, glaube ich, auch für Mitarbeiter eine gute Geschichte, weil wenn man es selber erlebt und mal reinfällt auf so eine Phishing-Attacke, aber nichts passiert, das ist, glaube ich, die beste Schule, durch die man gehen kann. Man entwickelt ein gewisses Bewusstsein dafür, dass hinter jeder Mail etwas stecken kann, dass man im Zweifel einmal lieber sich nochmal rückversichert, nochmal anruft beim Kollegen, wenn man einem eine Mail komisch vorkommt. Und man aber hier gleichzeitig auch erkennen kann, alles klar, wo sind denn meine Schwachpunkte, wie kann ich schulen? Und wenn man einen Phishing-Test erfolgreich absolviert, dann kann man die Mitarbeiter auch sagen, gut gemacht. Und es ist auch etwas, was für die Sensibilisierung des Themas ganz wichtig ist. Und der vorhin schon gesagt, dass diese Sensibilisierung der eigenen Mitarbeiter in diesem Kontext eine der wichtigsten, aus meiner Sicht eine der wichtigsten Maßnahmen ist. Red Teaming ist dann schon wieder etwas Teureres, auch dass man wirklich ein Angreiferteam sozusagen, Blue und Red Team, ne, dass man ein Angreiferteam anheuert, das einen professionell angreifen soll, um auch ein bisschen Social Engineering Komponenten reinzubringen. Das sind sicher dann Dinge, die dann für größer werdende Firmen, die komplexer sind, ins Portfolio rutschen können. Aber wie gesagt, mit einfacheren Penetration Tests oder einfachen Phishing Kampagnen kann man sowas auch mit relativ schmalem Geldbeutel in die Wege leiten. Genau. Was kann oder wer kann zum Beispiel für einen schmalen Geldbeutel so ein Programm anbieten? Das sind spezialisierte Dienstleister, die es zwischenzeitlich auf dem Markt gibt. Es gibt da noch nicht so viele, die aus meiner Wahrnehmung hier
wirklich ein reifes Produkt am Markt haben, aber es gibt einige, die das wirklich schon sehr gut zu einer Marktreife bringen haben können. Das ist, die binden wir dann auch an und die Assekuranz geht langsam in dieses Segment rein, weil wir natürlich auch merken, es gibt eine Nachfrage danach und das wirkt sich natürlich auch auf unser Geschäftsmodell massiv aus. Also wenn ein Kunde besser geschützt ist im Thema Prävention, schlägt sich das auch 1:1 auf unsere Schadenerwartungen wieder. Wir hatten ja auch 2 Unternehmen beim letzten Mal dabei fürs Homeoffice. Genau, ne? Richtig, genau. Und in dieser Sphäre kann man eben so Themen wie E-Learning, Phishing-Kampagne hatte ich angesprochen, einfache Cybersecurity-Werkzeuge kann man sich auf diesen Plattformen holen. Das kostet nicht die Welt, um es mal sehr einfach zu sagen. Und man bildet aber schon einen soliden Grundstock an möglichen Angriffsvektoren einfach ab, die ich hier an der Stelle vielleicht auch nicht wieder zu 100% ausschließen kann, aber zumindest zu einem ganz, ganz großen Teil ausschließen kann. Wenn ich so ein E-Mail-Scan habe und mir kommt eine Mail komisch vor, kann man sich selber ja mal in die Situation versetzen, rufe ich dann meinen CEO an oder was mache ich dann? Wenn ich dann aber diese Mail in so einen Scanner schieben kann und dann eine Rückmeldung kriege, oh, das ist eine Phishing-Mail, Achtung, der Prozess für den einzelnen Mitarbeiter ist viel einfacher, viel intuitiver und es gibt keine persönlichen Hürden, soll ich jetzt den Bereichsleiter anrufen, sondern ich kann das scannen lassen, ich kann mir dann zumindest mal hier einen Tipp holen. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein Ratschlag, auch ein Tipp. Achten Sie dann auch drauf, vielleicht in Ihrer Police, dass man sowas mit einschließt. Das hat natürlich auch einen massiven Einfluss auf die Versicherbarkeit meines Risikos. Ja, also was stelle ich für ein Risiko dar für den Versicherer? Und hier nochmal eine Übersicht, was soll ich versichern? Da komme ich auch gleich nochmal im Detail dazu. Also Sie haben grundsätzlich 3 Punkte, über die, so ein bisschen als Tipps und Tricks gedacht, wenn ich jetzt meine Police angucke oder wenn ich mich damit befasse, wie kann ich mein Restrisiko absichern, achten Sie immer auf Drittschäden. Hatten wir gerade Datenschutz, ne? Vermögensschäden vor allem, aber auch, und da rede ich jetzt gerade auch über den Sektor, Herr Gartow, Biotech, auch Personenschäden. Es muss nicht immer nur ein Vermögensschaden sein. Natürlich, wenn Intellectual Property abfließt, ist es ein Vermögensschaden. Wenn ein Patent gestohlen wird und ich Gewinne nicht erzielen kann oder Margen nicht realisieren kann, ist es ein Vermögensschaden. Weil wenn aufgrund einer fehlerhaften Datenlieferung ein Vakzin nicht funktioniert, sind die Folgen Personenschäden. Also muss ich mir Gedanken machen, wie sichere ich auch eventuell Personenschäden in der Folge eines Cyber-Inzidents ab. Ja, wenn ich jetzt insbesondere im medizinischen Bereich unterwegs bin. Ne? Das zweite Thema ist definitiv Eigenschäden. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Ich bin gehackt worden, meine Daten sind weg, ich muss es wieder herstellen, ich habe eine Betriebsunterbrechung und Einnahmeausfälle, das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Und das dritte Thema ist, das darf man nicht unterschätzen, das ganze Thema Service-Kostenübernahmen. Wir haben über die Spezialisten jetzt ausführlich gesprochen, aber natürlich, wenn ein Schadenfall passiert, dann kommt der Forensiker, dann kommt die Kommunikation mit der Datenschutzbehörde, ja, dann kommt der Anwalt ins Spiel, der dann hier noch seinen Ratschlag geben muss, dann kommt vielleicht der PR-Manager nochmal auf die Bühne, der für meinen Reputationsschaden oder meinen Reputationsschaden vermeiden soll oder mitigieren soll. Und das darf man an der Stelle auf keinen Fall unterschätzen. Und hier vielleicht auch nochmal auf der nächsten Seite das Thema, was ist vielleicht im speziellen Kontext Biotech zu beachten. Im Thema Drittschaden, wir haben es gerade gehört, die Unsicherheit auch, der Umgang mit den Regeln, mit den schnell veränderten Regeln. Ein Drittschaden enthält immer eine Art Abwehrschutz. Nicht nur eine Art, es enthält einen Abwehrschutz. Und das Thema Datenschutz ist insbesondere in der Cyberdeckung etwas, was explizit, und das spreche ich jetzt nicht nur für die Ergo, das spreche ich wirklich für den Markt, was im Thema Cyberdeckung immer inkludiert ist. Also wenn ich mich mit dem Thema Datenschutz, ich bin unsicher, ich weiß nicht, wie ich reagieren soll, achten Sie bitte darauf, dass Sie eine angemessene Deckungssumme haben. So ein Prozess kann schon mal teuer werden. Ja. Achten Sie, in welchen Ländern Sie Deckung zum Abwehrschutz haben. Ja. Gucken Sie rein, ob das nicht eventuell in den USA oder China ausgeschlossen ist. Da muss man einfach auf die Details achten. Die Tipps möchte ich hier an der Stelle geben. Und gucken Sie drauf, wie sich das zusammensetzt, das Zusammenspiel zwischen Ihrer Haftpflichtdeckung, die Sie haben, ja, und der Cyberdeckung, die Sie vielleicht interessieren oder die Ihr Makler Ihnen ans Herz legt. Fragen Sie ihn, wie die zusammenhängen. Die Personenschäden hatte ich ja angesprochen. Ne? Die sind in der Betriebshaftpflicht häufig gedeckt, in Cyber nicht meistens. Ja? Das muss man einfach sich im Einzelfall nochmal angucken. Und ein wichtiger Punkt ist auch, oder 2 wichtige Punkte noch, Vertragsstrafen aus Schadenersatz. Ne? Wenn Sie nicht liefern können, Sie haben irgendwas versprochen, Sie haben irgendwelche Kontrakte unterschrieben, können nicht liefern, dann entsteht daraus an vielen Stellen eine Vertragsstrafe.
Ja? Oder der andere erbringt Leistungen, die er nicht umsetzen kann. Also das ganze Thema Haftung aus Vertragsstrafen ist etwas, was in der Assekuranz, insbesondere im Haftpflichtfall, nicht so gern gesehen wird. Achten Sie da einfach drauf, dass diese Vertragsstrafen zu gewissem Maße inkludiert ist. Und achten Sie auch auf die Nachhaftung. Weil es kann ja einmal etwas passieren, nachdem Sie Ihren Versicherungsschutz beendet haben. Also achten Sie darauf, dass hier auch eine gewisse Nachhaftungsperiode verabredet ist. Im zweiten Cluster Eigenschäden, das ist, wie gesagt, relativ aus meiner Sicht relativ selbsterklärend. Das Thema Datenwiederherstellung. Hier nochmal ein wichtiger Punkt. Achten Sie darauf, ich kann mich nur wiederholen, dass Ihre eigenen Kosten zur Datenwiederherstellung mitgetragen werden. Wir bewegen uns hier in dem Kontext, korrigieren Sie mich gerne, wo es sehr spezialisierte Daten sind. Das kann nicht irgendeine Schreibkraft wiederherstellen, sondern da muss das Fachpersonal selber ran, um Daten wiederherzustellen. Und hier geht es eben darum, tatsächlich, ist das in irgendeiner Form gedeckelt? Ist man darauf angewiesen, dass der Versicherer diese Kosten, übernimmt der Versicherer diese Kosten von eigenem Personal, die jetzt die Daten wiederherstellen? Das ist auch nicht immer der Fall. Also da ein bisschen aufs Kleingedruckte achten. Und wenn es zum Thema Betriebsunterbrechung geht, wenn mein Cloud-Anbieter ausfällt, bis zu welcher Summe ist das versichert? Das muss nicht immer die komplette Summe sein. Das kann sublimitiert sein. Gibt es Rückwirkungsschäden? Also wenn irgendeiner meiner Zulieferer ausfällt, ja, Herr Wagner kann da, glaube ich, ein Lied von singen, wenn irgendeiner meiner Zulieferer ausfällt und bei mir ein Rückwirkungsschaden entsteht, der Schaden, der Cyber-Incident ist nicht bei mir aufgetreten, der ist bei meinem Zulieferer aufgetreten. Aber ich habe das Problem auch bei mir in der Lieferkette. Wie ist das in den Bedingungen geregelt? Und Rückwirkungszeitraum, wie weit in der Vergangenheit darf ein Cyber-Incident, wir hatten jetzt gerade die 280 Tage durchschnittlich, die es dauert, jetzt entscheide ich mich dazu, eine Cyberversicherung abzuschließen, aber der Eintritt der Schadsoftware ist vielleicht schon ein Jahr her. Ja? Also wie lange darf das in der Police, darf dieser Zeitraum vor Beginn der Absicherung liegen, das auslösende Ereignis sozusagen, ohne dass es meinen Versicherungsschutz gefährdet. Das im Thema Eigenschäden und zum dritten Dienstleisterfreiheit hatte ich schon mal angesprochen. In dem Kontext ist gemeint, darf ich wirklich meinen eigenen IT-Dienstleister nehmen? Darf ich meine eigenen Ressourcen nutzen, um hier zu helfen? Oder schreibt mir der Versicherer vor, vielleicht zu vergleichen mit der Werkstattsteuerung in der Kraftfahrtversicherung? Und welche Angebote zur Prävention habe ich? Und vielleicht noch ein Thema, weil auch das jetzt noch der hier häufiger gefallen ist, das Thema internationale Programme. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich mit Beteiligungen, mit eigenen Niederlassungen in China, in USA, in Schweiz, Österreich zu versichern. Das ist aber häufig sehr komplex. Sie brauchen internationale Maklerhäuser, die sich damit auskennen, weil wir nicht in jedem Land aus Deutschland heraus Versicherungsschutz gewähren dürfen. Da gibt es wirklich eine ganze Menge Verbotsländer. Das heißt, sie können sich nur über lokale Gesellschaften dort versichern. Das kann man aber regeln, auch relativ einfach, indem man sogenannte FINC-Deckungen, also Financial Interest Clauses, absichert. Die sind nicht so umfassend, wie jetzt einen richtigen Versicherungsschutz im Land selber einzukaufen. Aber in ganz, ganz vielen Fällen ist es ein sehr, sehr guter erster Schritt und deutlich einfacher zu implementieren, als eine Versicherung irgendwo in den USA oder China selber einzukaufen über ein Maklerhaus. Genau, und der kleine Disclaimer, den muss ich noch dazu packen. Die Aufzählung ist ja nicht abschließend, sondern man muss am Ende des Tages immer reingucken, ob oder wie das Risiko sich dann wirklich darstellt. Genau. Ja, herzlichen Dank. Sie sagen jetzt auch noch was dazu, was das Bild darstellt. Nö, ich fand es einfach ganz nett. Hat einen tieferen Sinn. Ja, herzlichen Dank, Herr Schröder. Ich glaube, es ist einiges an Gedanken aufgekommen, die wir in der Diskussion aufnehmen können. Was mir auch nicht so klar war, sind die Ausschlusscountries. Ist China per se ein Ausschlusscountry? Ja, China ist ein sogenanntes Non-Admitted Country. Das heißt, sie brauchen man kann nicht einfach in China eine Versicherung verkaufen oder konstruieren, sondern man braucht da im Prinzip niedergelassene und wirklich dort registrierte Versicherungen. Und das macht es eben ein bisschen komplexer. Und das macht eben auch wieder, das hat diese FINC-Klausel, diese Financial Interest Clause geboren. Weil, wenn ein Mitarbeiter oder Ihr Mitarbeiter vor Ort in China, Herr Wagner hat es eben auch gerade angesprochen, die haben 30.000 Menschen, die in China arbeiten. Wenn da etwas passiert und man das nicht richtig absichern kann, dann hat das durchaus einen Impact. Und da, sagen wir mal, zumindest das finanzielle Interesse oder einen Business Continuity Clause, ja, also dass das Geschäft dort weitergeht. Das finanzielle Interesse an dieser Geschäftsweiterführung kann ich versichern, auch wenn ich, sagen wir mal, den richtigen Schaden in der Definition einer Versicherung nicht versichern kann. Ich kann zumindest mein finanzielles Interesse an dem Weiterlaufen dieses Geschäfts in China zum Beispiel versichern. Okay. Sicherlich auch noch was für die Diskussion.
Eine Statistik fand ich interessant. Stimmt sie nicht, weiß ich nicht. Hacker kommen zu 39% aus Deutschland. Hätte ich auch nicht erwartet. 28% aus Oststaaten, 27% aus China, Russland 19, USA 17%. Ich sag mal, da ist natürlich eine Dunkelziffer dabei, weil in manchen Staaten können sie gar nicht verfolgen. Ja, gehen wir vielleicht mal über zu jemandem, der tagtäglich also jetzt sich sichern muss mit seinen Daten, den Daten, die natürlich relativ relevant sind, nämlich die des Forschungszentrums Jülich. Ich hoffe, dass wir den Kollegen schon zugeschaltet haben. Dann können wir auch gleich darauf eingehen. Ich, Herr Rinkens. Hallo, Herr Gartow. Ja, das sieht so aus. Ich höre ihn jedenfalls irgendwo. Jetzt müsste ich nur noch kurze Informationen über ihn haben. Dann können wir auch ins Detail gehen. Herr Rinkens, Sie sind der Sicherheitsbeauftragte des Forschungszentrums Jülich. Klar, mit den Superrechnern, die Sie da im Einzelnen haben, ist das natürlich besonders wichtig abzusichern. Auf der anderen Seite haben auch Sie jetzt die Situation, dass das EuGH natürlich den Datentransfer auch aus Ihrem Forschungs- und in Ihr Forschungszentrum hinein eine Rolle spielt. Sie sind seit 20 Jahren in der Information Security Risk Manager ISACA zertifiziert. Das werden Sie uns gleich noch erklären. Und Sie sind gleichzeitig der IT-Sicherheitsbeauftragte und Datenschutzbeauftragte für das Forschungszentrum Jülich. Mit, ich glaube, 5000 Mitarbeitern, fast schon ein wenig BASF. Herr Rinkens, sagen Sie was dazu. Was tun Sie jetzt, nachdem auch das EuGH auf Sie zukam? Aber nicht nur das, DSGVO und so weiter ebenfalls. Genau, Sie hatten es eingangs gesagt, als IT-Sicherheitsbeauftragter hatten wir natürlich schon vor Inkrafttreten der DSGVO ein stabiles IT-Sicherheitsmanagement implementiert, was es ein bisschen leichter machte. Und das hilft auch jetzt tatsächlich hinsichtlich des EuGH-Urteils, was in keiner Weise überraschend auf uns zukam, dass ein starkes Sicherheitsbewusstsein aller Daten, nicht nur der personenbezogenen Daten, vorherrscht und wir aufgrund unserer Infrastruktur glücklicherweise auch in der Lage sind, sehr viel inhäusig zu hosten, dass wir Probandendaten, Forschungsdaten, dass sie gar nicht erst nach außen kommen. Nichtsdestotrotz ereilt uns dieses Urteil, was ich als Datenschutzbeauftragter, der ich auch bin, natürlich begrüße, denn letztlich hat der EuGH nichts falsch gemacht. Er hat den Ball zurückgespielt an die Europäische Kommission und an die Europäische Datenschutzaufsicht. Er hat gesagt, so, ihr habt jetzt so ein robustes Datenschutzniveau etabliert mit der DSGVO, dann könnt ihr das nicht aufbessern, wenn ihr mit Dritten Daten austauscht. Von daher ist das alles so in Ordnung und da muss auch jetzt die Kommission agieren. Aber meine andere Funktion, die sagt natürlich, oh, aber die Datensicherheit bleibt jetzt durchaus auch auf der Strecke. Denn wenn wir immer nur auf Datenschutzrecht schauen, wir haben natürlich IT-Sicherheitsmaßnahmen, wo in Deutschland zum Beispiel immer stolz auf die ISO 27001 hingewiesen wird, haben die Global Tech Player in den USA natürlich häufig mit Zertifizierung zu tun, die robuste Audits voraussetzen. Ich erinnere da an SOC 2 und 3, Gramm-Leach-Bliley-Akt und die DSI-Standards, das sind wirklich starke Zertifizierungen, die auch dahinter schauen und nicht nur fragen, habt ihr eine Policy zum Patch-Management. Das fällt in diesem Betrachtungswinkel leider weg. So, was bedeutet das Urteil für eigentlich für jedes Unternehmen? Wir haben das jetzt beobachtet in den letzten Monaten. Am 15.07., als das Urteil rechtskräftig wurde, da hieß es ja, Privacy Shield geht nicht mehr, aber ihr könnt ja auf die Standardvertragsklauseln ausweichen. Aber mit zunehmender Zeit und Befassung mit dem 49-seitigen Urteil merkte man natürlich, so einfach ist es in der Tat gar nicht. Ich habe da tatsächlich schon Angebote gehabt von US-Anbietern, Dienstleistern, die gesagt, ja, dann kriegt ihr von uns, dann machen wir Standardvertragsklauseln. Da habe ich gesagt, nee, das geht ja nicht. Der FISA, also der Foreign Intelligence Surveillance Act, der ist ja geltendes Recht für einen US-Dienstleister.
Und dann können Sie uns nicht vertraglich was anderes zusichern, zumal in den Vertragsklauseln steht, meines Wissens gibt es keine Gesetze, die dem entgegensprechen, Ihre Daten zu schützen. Also das widerspricht sich. Deswegen, die Kollegen hatten es eingangs gesagt, heute Morgen schon, es kommt viel Arbeit auf jedes Unternehmen zu, zumal der EuGH muss keine Handlungsempfehlung geben. Der fällt nur ein Urteil und gibt es zurück. Aber seitens der Europäischen Datenschutzbehörde hätte ich mir eine Vorgehensweise gewünscht, wie auch die mittelständischen Unternehmen mit der Situation umgehen, die häufig in der Cloud arbeiten. Und da sind die Kollegen aus dem Silicon Valley natürlich noch leistungsfähiger als auf dem europäischen Markt. Da tut sich was, aber da sind wir noch nicht. Deswegen kann es eigentlich nur sein, man setzt auf die Standardvertragsklauseln, aber nicht in der belastenden Form, sondern immer in Verbindung mit einer Einzelfallprüfung. Und die Vertragsklauseln müssen auch angepasst werden, eventuell auf Entschädigung, eventuell auf, darauf zu bestehen, dass ein Gerichtsstand bei einer Klage in Deutschland verhandelt wird oder in Europa verhandelt wird. Eventuell auch noch die Pflicht zur Verweigerung der Herausgabe dieser Daten. Das klingt jetzt sehr futuristisch, aber meines Erachtens ist Microsoft zum Beispiel, die sind sehr bekannt dafür, dass die sich dagegen wehren und auch bis zum Supreme Court das verteidigen. Das ließe sich also machen, aber ganz wichtig, immer diese Einzelfallprüfung. Und wenn man kein ausreichendes Datenschutzniveau attestieren kann, dann ist die Datenübermittlung auszusetzen und auf Alternativen zu prüfen. Ja, ich sage Herrn Schuder, 2 Sekunden, Herr Rinken. Herr Schuder war so eifrig am Nicken, jetzt soll er auch was dazu sagen. Ja, Herr Rinken hat einen super Punkt gebracht. Das ist etwas, was man wirklich fast schon generell sagen kann. Ich hatte ja was zum Thema Abwehrschutz und Gerichtsstand gesagt. In so eine Klausel, dass man quasi per se zu sagen, Achtung, wir legen aber Wert darauf, dass der Gerichtsstand im Fall immer in Deutschland ist. Das würde zumindest helfen, auch wenn es zum Thema Abwehrschutz geht, ja, oder steht die Versicherung an meiner Seite oder hilft sie mir nicht. Hier, das hilft einfach, ne, weil USA halt in vielen Fällen ausgeschlossen ist aufgrund der Kosten, die da auch in den Rechtsstreit auf einen zukommen. Deswegen ist dieser Hinweis, den wollte ich nochmal unterstreichen, den der Kollege gerade brachte, der wäre extrem gut, glaube ich, relativ einfach zu implementieren, zumindest von Seiten der Vertragspartner aus, wenn beide zustimmen natürlich. Aber sehr guter Hinweis, kann ich nur unterstreichen an der Stelle. Herr Rinken, haben wir noch was? Mich würde noch interessieren, was machen Sie denn mit Ihren Datenbanken jetzt? Mit den Datenbanken, die wir außerhalb haben wir keine Datenbanken. Das ist das, was ich meinte, auf 2,5 Hektar Campusgelände haben wir eine solide Infrastruktur. Das heißt, sobald wir in diesem Bereich Daten erfassen und verwalten, dann verlassen die nicht das Gelände. Das ist nämlich genau das Problem, was eigentlich das EuGH-Urteil verschafft. Also im Bereich Informationssicherheit, die sensiblen Daten, da sind wir gut aufgestellt. Aber das EuGH-Urteil ist ja ein sehr starres Urteil und sagt personenbezogene Daten. Und sobald die involviert sind, trifft das Urteil zu und die Übermittlung ist nicht rechtskräftig. Und das bedeutet bei einem Videokonferenzsystem, Microsoft Teams, vielleicht schon die pure Registrierungsdaten, mein Name und meine dienstliche E-Mail, erfüllen schon den Tatbestand von personenbezogenen Daten. Und ich muss ja abgrenzen eigentlich zu den besonders sensiblen Daten, die involviert sind. Aber derzeit ist es tatsächlich so, dass wir sind bei der Bestandsaufnahme, prüfen die Rechtsgrundlage und sollte dabei rauskommen, dass tatsächlich Daten sensibler Natur involviert sind, dann werden die zurückgeholt in der ersten Phase. Wir können erst nachgelagert wieder die Tore dann öffnen. Wir hatten mal im Vorgespräch noch ein anderes Thema. Sobald das EuGH-Urteil rauskam, gab es, Panikattacken bei bestimmten Leuten, die gesagt haben, oh, das ist wie DSGVO, das bringt jetzt alles durcheinander. Die Panik ist normalerweise der schlechteste Ratgeber. Was sagen Sie dazu? Da stimme ich Ihnen absolut zu. Das war 2018 schon mit der DSGVO. Da konnte ich zum Glück alle beteiligten Akteure so ein bisschen einfangen. Und dann haben wir das mit Augenmaß angegangen. Und hier ist es eigentlich genauso. Wichtig ist, dass man handelt. Also es könnte jederzeit eine Datenschutzaufsicht kommen und sagen, so, was habt ihr denn aus dem Urteil gemacht? Wenn man dann sagt, nix. Und ich kenne genug große Unternehmen in Deutschland,
die ignorieren das irgendwie. Das geht nicht. Also es ist wirklich, eine Kommunikation muss stattfinden innerhalb des Unternehmens, dass alle Beteiligten wissen, was zu tun ist, warum es getan werden muss und dass man dann wirklich den Willen zu einem rechtskonformen Lösung, dass man den im Auge hat und das noch mit Maßnahmen flankiert. Herr Rinkels, Sie haben mir jetzt gerade das Stichwort gegeben, das wir Herrn Wagner noch mal mit hinzuholen, nämlich die Frage, ja, manche Unternehmen ignorieren. Das ist aktuelle Rechtslage. Interessant ist auch, dass wir eigentlich, na sagen wir so, kaum war das Urteil draußen, gab es ein gemeinsames Statement von US und EU Commission. Dabei ist es aber geblieben. Wir haben jetzt noch einige Bemerkungen von Datenschutzbeauftragten der Länder bekommen, soweit ich mich erinnere, von Nordrhein-Westfalen nicht. Sagen Sie auch da noch was zu? Ja, das war natürlich das wären die ersten Quellen gewesen, wo ich eine Vorgehensweise erwartet hätte. Stattdessen kam die Nachricht, eine Schonfrist wird es nicht geben. Und das macht es natürlich nicht leicht. Ich bin durch die Statements aller Behörden gegangen und es war eigentlich in den wenigsten Fällen was Konkretes dabei. Berlin war sehr konkret, sie haben den öffentlichen Stellen sämtliche US-Dienste dann verboten. Und das ist natürlich, ich weiß nicht, ob das aus der Landesdatenschutzaufsicht passieren sollte. Ich denke jetzt an die Schulen, die gerade ein digitales Konzept aufgebaut haben und denen wird dann gesagt, das können wir nicht machen. Also es ist schon schwierig. Das ist mal aus der Praxis. Die beiden Herren, wir haben jetzt einen gewissen Punkt. Wir haben ein EuGH-Urteil, wir haben die Chinese Laws, wir haben Gott weiß was. Ich habe immer noch den Eindruck, die Politik lässt uns alleine. Ist das so? Aber lassen Sie mich was anderes noch fragen, weil Herr Schuder eben auch auf entsprechende Schadensersatzmöglichkeiten hingewiesen hat. Wie viel Prämie muss ich Ihnen geben, damit ich rundherum glücklich bin? Kommt drauf an, würde jetzt der Jurist sagen, nicht wahr? Der ist im Augenblick nicht da, Sie sind da drauf gestellt. Also es gibt wie immer im Leben, wenn es um Absicherung geht, um Versicherung geht, ist die Prämie sagen wir, dem Risiko angemessen. Und wenn ich jetzt ein Rundum-Paket habe, wo ich mich quasi dieses Rundum-Sorglos-Paket habe, dann muss ich mich darauf einstellen, dass das sehr teuer ist. Die Schadenerfahrungen bei uns wachsen zwischenzeitlich. Das heißt, Können Sie das beziffern? Oder mal so die Größenordnung? Also es gab schon die mehrere Millionen Schäden. Ich meine, jetzt Krankenhaus Düsseldorf ist das eine. Nein, ich meine jetzt die Absicherung durch Sie, die Prämie. Was es kostet. Also das kommt aufs Programm an. Also es geht los irgendwo bei 300, 400, 500 Euro für ganz kleine Risiken. Da ist aber sicher das Pharmaunternehmen, das mit sensiblen Personendaten, wir hatten gerade die Unterscheidung auch vom nicht Kollegen dabei. Hier aus Jülich, bis in den 5-6-stelligen, also ich weiß es nicht, das wird schon ein bisschen teurer sein, was Herr Wagner gleich da versichert. An der Stelle dann nur noch der Hinweis, dass die Prämie ist immer relativ. Ich kann mich dafür entscheiden, relativ viel autark zu organisieren, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und in meinem Unternehmen Prävention zu betreiben, mir Experten an die Seite zu holen, die mich beraten und quasi mir nur eine Worst-Case-Absicherung zu holen. Natürlich wird es dann billiger, als wenn ich sage, ich fange schon unten an, klar, sagen wir mal beim 3.000-Euro-Schaden schon hier irgendwie die Versicherung in Anspruch zu nehmen. Das merken wir auch. Also es gibt Selbstbehalte, die fangen an bei 1.000 Euro und die gehen hin teilweise bis in den Millionenbereich. Und wenn ich den Patch für Citrix vergessen habe? Und es kam zum Schadensfall. Was dann? Das ist wie bei anderen Versicherungen. Da gibt es gewisse Obliegenheiten, die sie zu erfüllen haben. Und dann wird man sich im Schadenfall angucken, wie ist Ihr Verschulden? Liegt das jetzt in der Natur der Dinge, dass jetzt, Herr Wagner, ich nehme Sie jetzt nochmal als BSL-Vertreter, der spielt nicht einfach einen Patch auf. Das ist eine komplexe Netzstruktur, da hängt alles miteinander zusammen, der kann nicht einfach Windows patchen und das läuft dann. Das muss 2, 3, 4 Monate getestet werden, bis so ein Windows-Patch aufgefahren ist. Und dass der nicht sofort greifen kann, das ist jedem klar. Ja, wenn ich aber nur, sagen wir mal, einen kleinen Home-Server habe und ein VN dann irgendwie ein Jahr lang oder mehrere Jahre keinen Patch aufspielt, da musst du damit rechnen, dass wir dann auch sagen, Achtung, du hast zumindest einen gewissen Grad des Verschuldens auch selber zu tragen. Ja, da muss ich noch einen draufsetzen. Und Video, Zoom und Alike,
Darf ich die überhaupt nach Ihrer Versicherung benutzen? Ja, dürfen Sie. Das also, schließen Sie aus bzw. versichern Sie? Das ist auf jeden Fall versichert, okay. Weil da können Sie ja keinen Einfluss drauf nehmen. Sie können sich ja nicht jetzt eine eigene Leitung legen nach Amerika. Sie können vielleicht bei der Auswahl drauf achten. Also Sie dürfen natürlich nicht vorsätzlich sagen wir mal, Schaden verursachen, das ist immer so. Aber Fahrlässigkeit, auch grobe Fahrlässigkeit ist da schon mit. Herr Wagner. Zoom ist ein wunderbares, schönes Beispiel, möchte ich gerade einsteigen, weil ich hatte vor 14 Tagen die Gelegenheit mit dem Präsidenten des BSI, Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik, dem Arne Schönborn dazu zu sprechen. Den wir auch eingeladen hatten, aber der auch nicht gekommen ist. Und das BSI hat Zoom untersucht, was wichtig ist, wenn man Zoom benutzt, dass man eben die Konfiguration, wie eben, das ist letztendlich auch wiederum ein IT-System, die Konfiguration richtig macht. Und dann kann man das auch so einstellen, dass dann eben quasi das Sicherheitsniveau so ist, dass man das durchaus benutzen kann. Zoom kam in die Diskussion, weil die eine Zeit lang auch über China eben den Verkehr geroutet hatten, aber das kann man wirklich von den Settings eben so konfigurieren, dass es sicher ist. Aber es hält sich bis heute eben dieses ominöse, obwohl wir wirklich keinen nachweisbaren Sicherheitsvorfall haben, dass irgendwelche Informationen über Zoom abgeflossen werden, hält sich bis heute eben sehr stark dieses Gerücht, Zoom ist völlig unsicher. Das vielleicht zu Zoom. Ansonsten bin ich der Meinung, über Zahlen spreche ich natürlich hier nicht. Wie viel wir bezahlen, macht auch überhaupt keinen Sinn. Wir sprechen auch nicht darüber, welche Schäden wir hatten, weil das hilft Ihnen nachher auch nicht weiter. Was haben Sie davon, wenn Sie meine Zahlen kennen? Sie müssen letztendlich Ihr Geschäft verantworten, Sie müssen Ihr Geschäft beurteilen und dann nachher auch entscheiden, wie viel wollen Sie für sich investieren. Der Punkt ist doch der, und das hat Herr Schutra wirklich gut ausgeführt, Sie haben ein gewisses Risiko und dieses Risiko, das müssen Sie abschichten und Sie müssen es durch Maßnahmen abfedern. Und da gehören eben diese Basismaßnahmen dazu, die nochmal wunderschön auch dem Vortrag mit enthalten waren. Und dann gehören eben weitere Maßnahmen dazu. Und alles, was quasi Sie durch Maßnahmen operativ nicht managen können, da haben Sie dann die Chance, eine Versicherung im Sinne einer Risikogemeinschaft eben letztendlich dieses Restrisiko zu versichern. Also ist doch nichts gewonnen, wenn Sie nachher ein Kundensystem haben, wo Ihre Lieferdaten eben beispielsweise sind und dieses System wurde gehackt oder mit einem Kryptotrojaner verschlüsselt. Und Sie haben quasi, können das nicht an Ihre Kunden ausliefern, bekommen nachher die Versicherungsprämie, weil Sie einen Deal haben. Das ist doch nichts gewonnen für Ihr Geschäft. Es muss doch eigentlich sein, Sie müssen doch das Ziel haben, dass Sie nach wie vor an Ihre Kunden ausliefern können. Deswegen meine ich, die Versicherung ist gut, da kann man auch ein Geschäft mit daraus machen, aber für uns von der Business-Seite muss es eigentlich die Ultima Ratio sein, als Risikogemeinschaft. Aber vorher müssen wir eben alles dafür tun, dass es nicht so weit kommt. Ja gut, ich glaube, das können wir als Schlusswort auch benutzen. Wir sind soweit. Sie sind draußen herzlich eingeladen, sich zu melden. Sich auch zu melden, wenn Sie Hinweise brauchen, ein Unternehmen, das Ihnen hilft. Oder ein Forensiker, wenn es dann schon soweit war. Wir sind gerne bereit, das zu verfolgen und Ihnen Tipps und Hinweise zu geben. Sie haben die Experten gehört. Wir haben auch eine Gruppe hinter uns. Und ehrlich gesagt, nutzen Sie die Möglichkeiten. Wir haben diese offensichtlich diese Cybersecurity-Events deswegen auch gemacht, damit Sie ohne Kosten darauf zugreifen können. Wir werden aber jetzt Kurse machen, mit denen Sie dann entsprechend auch Ihr mittelständisches Unternehmen, Ihr Unternehmen in der Vakzine, Ihr Unternehmen in Technologien in unserem Bereich unterstützen. Greifen Sie auf uns zu. Wir haben auch chinesische gesicherte Mitarbeiterinnen, die an der Stelle zum Beispiel auch lesen können, was denn Ihr Partner in China Ihnen an Text mit rübergibt. Oder Sie haben eben halt einen Anwalt, der Mandarin kann, wie unser Kollege Patloch eben. So, herzlichen Dank. Geben Sie uns Feedback. Sagen Sie uns, was Sie nächstes Mal haben wollen. Und ich darf mich nur bei den Kollegen Referenten bedanken und den Kollegen außerhalb, die eben halt mit zugeschaltet waren. Ich hoffe, es war interessant. Wenn Sie mehr brauchen, sagen Sie es uns. Wir sind dabei und nochmal einen herzlichen Gruß an unsere Hacker. Probieren Sie es nicht wieder, werden Sie Mitglied im Förderverein. Herzlichen Dank, bis dann.